Mannschaft auf der rechten Seite bei Jerome Boateng, der prompt verloren hat. Eine Riesenkulisse, mehr als 60.000 sind da. Fast 60.000 sind Brasilianer. 3, 4, vielleicht sind es 5.000 Deutsche, sind mit dabei. Die hoffen, die zittern, die bangen, ob die deutsche Mannschaft dieses Halbfinale hier gewinnen kann. Im weiten gelben Meer, so ein paar kleine weiße Papierboote schwimmen da herum. Da sind die Deutschen, die müssen zittern, denn die Brasilianer kommen über die rechte Seite. Versuch in diesem Fall von Fernandinho in einer veränderten brasilianischen Auswahl. Na klar, Thiago Silva ist draußen nach der Sperre. Dante für ihn da hinten, der sieht jetzt diesen Eckball, der gleich hereingetreten wird von dem Mann, der heute die Stelle besetzt, von Neymar, von Oscar. Großes Talent, die Mannschaft ja auch im Umbruch, einer der jungen 22-Jährigen, jetzt beim Eckball. Erste Gelegenheit für die Brasilianer, die nach 2, 3 Fehlpässen der Deutschen inklusive von Boateng hier besser hineingekommen sind in diese ersten Sekunden. Und ein bisschen der Hinweis davon, im Sturmzentrum nicht so dicht drauf zu gehen von Fernandinho in Richtung Neuer. Noch einmal Konzentration. Die Brasilianer stehen alle, auch wenn sie Sitzplätze haben. Ball kommt hinein. Erste Gelegenheit herausgebracht von Boateng und zurück und abgefangen von Marcelo. Die Brasilianer bauen auf, spielen auf die linke Seite heraus. Da hat sich ganz außen jetzt Dante noch mal gelaufen, flankt in die Mitte. Aber Höwedes kann per Kopf klären, findet Khedira, der weiter direkt geleitet auf die Brust von Toni Kroos. Der will da Miro Klose mitnehmen, aber der rutscht aus auf dem Rasen, der noch einmal befeuchtet worden ist vor diesem Spiel. Und die Brasilianer machen schon wieder Druck, sind in der Hälfte der deutschen Mannschaft, versuchen sich durchzusetzen über Luis Gustavo. Der hat es geschafft, auf den rechten Flügel zu spielen, weiterzugeben auf Bernd. Der versucht jetzt weiter, Luis Gustavo fast an der rechten Eckfahne einzusetzen. Der schirmt den Ball ab, der da im Viertelkreis der Eckfahne liegt, versucht mit links zu flanken. Und dazwischen ist das Bein des deutschen Verteidigers von Mats Hummels. Und es gibt Einwurf für die brasilianische Mannschaft. Sie hören es im Hintergrund, infernalischer Lärm hier. Riesenanfangsphase der Brasilianer. Die Deutschen vom 16 abgefangen, kein Foul. Dafür jetzt Marcelo, der schießt, am Tor vorbei. Erster Schussversuch der Brasilianer in der insgesamt dritten Spielminute dieser Partie. Und Manuel Neuer geht da ganz entspannt hin, holt sich den Ball, wird ihn gleich zum Abstoß wieder hinlegen. Die Deutschen wirken nervös in dieser Anfangsphase. Das gefällt mir noch nicht, die Körpersprache im Moment. Absolut, kein guter Start. Die Sonne, die jetzt hier hineinlugt in das Stadion in Belo Horizonte, lässt das Gelb da oben noch ein bisschen kräftiger strahlen. Und es strahlen vor allen Dingen die Brasilianer. Spieleröffnung von Boateng, denkbar schlecht gemacht, direkt in die Füße von César. Das ist der Schlussmann auf der anderen Seite, weitergegeben zum Kapitän am heutigen Tage, zu David Luiz aus der Innenverteidigung. Der Brasilianer, die am heutigen Tag einer deutschen Mannschaft gegenüberstehen. Achtung, wir müssen aufpassen. Heik auf der linken Seite bringt er den Ball noch in die Mitte. Jawohl! Aber der beste Torwart dieses Turniers, Manuel Neuer, ist unten im 51. Länderspiel. Hat ja eine Traumquote, überhaupt nur 3 verloren. Er taucht runter, holt sich den Ball. Die Deutschen kommen mit Khedira. Konter könnte laufen über Klose, aber der kann den Ball nicht behaupten und verliert ihn dann David Luiz. Bewegter Auftakt hier, wollte noch schnell sagen, die deutsche Mannschaft nicht im gewohnten Schwarz-Weiß, sondern in Trikots. Das ist so eine kleine Reminiszenz an den beliebtesten Club hier, an Flamengo, die Mannschaft aus Rio. Also in schwarzer Hose, schwarz-roten Trikots und nicht etwa in den Farben von Cruzeiro. Das ist der Meister hier zu Lande. Großes Pfeifkonzert, denn Schweinsteiger hat den Ball. Hat sofort weitergegeben auf Mesut Özil, aber der schafft es nicht, den Ball auf die linke Seite weiter zu leiten auf Verteidiger Benedikt Höwedes, der sich mit eingeschaltet hat und da den Ball aufnehmen wollte. Dazwischen ein Abwehrbein der Brasilianer, Einwurf der Deutschen durch Höwedes, behindern sich 2, Maicon und der heute Kapitän sein dürfende David Luiz, der Zeit ausspielt. Die Deutschen schnell Einwurf auf Kroos gegeben, der auf die rechte Seite, da hat Philipp Lahm viel Platz, 30 Meter von der Grundlinie, passt zurück ins Mittelfeld, zentral auf Khedira, der weiter auf Schweinsteiger, der sofort attackiert wird, spielt deshalb zurück auf Boateng, fast an der Mittellinie, dann mit einem Pass auf den rechten Flügel, auf die Hacke von Khedira, der lässt sofort abprallen zu Müller und der spielt einen Fehlpass in den Lauf der Brasilianer, in den Lauf von Oscar, aber der wird sofort von Philipp Lahm da attackiert, der kleine Münchner macht den Weg zu, blockt den Ball ab, der geht ins Seitenhaus und Joachim Löw ist gar nicht zufrieden, der tigert da unten auf, neben der Auf und Ab, neben der deutschen Bank, schaut dem Treiben des Spiels in dieser Anfangsphase mit besorgter Miene zu. Nicht mal 5 Minuten gespielt. Und die deutsche Mannschaft hat das noch lange nicht umsetzen können, was sie sich vorgenommen hat, nämlich hier
voll dagegen zu halten, selbstbewusst aufzutreten, das große Ziel, das Finale anzuschreiben. Jetzt müssen sie schauen, dass die Brasilianer dort hinten das Spiel eröffnen. Spielen zurück auf Dante mit seiner dicken Wuschelfrisur auf dem Kopf, hat weitergegeben auf Luis Gustavo, der immer sich mit zurückfallen lässt, versucht aus der eigenen Hälfte aufzubauen. Die Deutschen haben an der Mittellinie seinen Riegel aufgebaut und die Brasilianer kombinieren noch in der eigenen Hälfte ohne Raumgewinn, noch tief drin, versuchen jetzt in den Mittelkreis zu spielen, direkt weitergeleitet von Fernandinho, aber Özil, was lässt er den Ball denn verspringen? Und die Brasilianer auch dazwischen und zögerlich geht er hinterher und nicht etwa mit dem Behauptungswillen, den Ball sofort zurückzukämpfen, sondern eher so ein bisschen lässig und das ist ja die größte Gefahr, dass man dann womöglich sich verletzt, wenn der Gegner voll dagegen hält. Die Brasilianer im Ballbesitz aus der eigenen Hälfte mit weitem Schlag auf den rechten Flügel, aber zu weit für den kleinen Bernard. Der Ball geht in Seiten aus. Einwurf für Deutschland direkt vor der deutschen Bank. Ja, das Teilzeit-Genie Özil, sein Spiel strahlt ja eine Erhabenheit aus, die an schlechten Tagen ihm zur Last gelegt werden kann. Aber er macht genau da weiter wie gegen die Franzosen. Hohes Bein von Maicon, rauscht da durch. Dieser gelbe, bullige Mann auf der rechten Seite. Gute Idee übrigens, finde ich, von Scolari. Diesen Wechsel, der überfällig war, aus deutscher Sicht natürlich schade, für Dani Alves zu verziehen. Denn der hat sich in dieser Weltmeisterschaft hier nicht mit Ruhm bekleckert auf der rechten Seite. Und deswegen spielt Maicon mit der Frisur ohne Haare, nämlich mit der Vollglatze da drüben auf der rechten Seite, zum Mann mit den langen Haaren, zu David Luiz und der zurück zum Schlussmann, zu César, der den Ball wieder herausstupst, zu Dante, der ihn jetzt in seinem ersten WM-Spiel aufnehmen kann, sich riesig gefreut hat vor dem Spiel, haben wir im Spielertunnel auch die Umarmung gesehen mit den Spielern vom FC Bayern, seinem Arbeitgeber. Eröffnung mit links hinein ins Mittelfeld, der Brasilianer, wo Halk den Ball versucht zu behaupten, zu Oscar. Es ist eines deutlich in diesen ersten 6-7 Minuten, die Deutschen verlieren zu viel Zweikämpfe, zu viele ungenaue Bälle. Der ist besser. Von Khedira auf die rechte Seite raus zu Müller. Müller kann flanken. Flanke kommt gut. Saust an allen vorbei. Landet bei Özil. Özil wieder in die Mitte. Direktabnahme Khedira. Und in letzter Sekunde steht dann Donner Oskar da. Riesengelegenheit. Toni Kroos war es. Er hat Toni Kroos angeschossen und reißt die Hände vors Gesicht. Sagt, meine Güte, der wäre doch reingegangen, dieser Schuss. Und Toni Kroos hat ihn mit dem Rücken abgeblockt. Nochmal die Deutschen Heber in den 16er. Klose springt im Kopfballduell hoch gegen Luis. Aber begeht ein Foul. Spiel, so zumindest hat der Schiedsrichter Marco Rodriguez entschieden. Das war mutig von der deutschen Mannschaft. Das war gut gespielt. Schön die Flanke da von Özil wieder in die Mitte gegeben. Direkt auf Khedira und der direkt weiter auf das Tor gegeben. Und dann trifft er genau den Rücken von Toni Kroos. Was für eine doofe Geschichte in dieser Anfangsphase in der 8. Minute. Das war die Chance zur Führung. Und danach sah es ja im Moment in den letzten Minuten eigentlich gar nicht aus, wo die deutsche Mannschaft hier heftig unter Druck gestanden ist, aber das war zumindest mal eine Möglichkeit. Vielleicht gibt das jetzt ein bisschen Mut und Sicherheit. Bövedes hat einen Fehlpass aufgenommen, spielt auf den linken Flügel, aber auch da wartet Özil, kommt nicht entgegen. Maicon dazwischen, flankt in die Mitte auf Fred, der am 16er nimmt den Ball mit der Brust runter, legt ab, direkt in den 16er, nein, auf Oscar, aber Schweinsteiger hat das gut gesehen, ist dazwischen gegangen, spielt den Vertikalpass, Özil kommt nicht ran, Kroos kann für ihn zumindest nachsetzen und dann am linken Flügel gibt Klose den Ball weiter in den Lauf von Toni Kroos. Der könnte querlegen, tut das auch. Khedira, 30 Meter von dem Tor, Mittelstürmerposition. Findet ganz rechts außen Müller am rechten Strafraum. Könnte außen weiterspielen, aber schlampig gemacht. Außen war Alarm und Müller setzt nach, hält den Spieler fest. Das ist der Linksverteidiger, das ist Marcelo. Reißt ihn ein bisschen zu Boden, taktisches Foul. Richtig gemacht, richtig entschieden. Da vom Schiedsrichter auch Freistoß für Brasilien zu entscheiden. Aber auch dafür kann man theoretisch eine gelbe Karte geben. Schiedsrichter Marco Rodriguez lässt es da auch an der langen Leine laufen. Das Spiel weiter, entscheidet nicht sofort auf die gelbe Karte. Hoffentlich ist das nicht das falsche Signal. Ballbesitz für die Brasilianer, hinten in der eigenen Hälfte, gut 10, 15 Meter vor der Mittellinie, Ball von Marcelo zurück zu Dante, der ja sich sehr deutsch gibt, der sagt, Brasilianer bin ich eigentlich nur im Urlaub, also der Brasilianer im Urlaub spielt den Ball auf den echten Brasilianer, auf David Luiz, der im Zweikampf mit Klose, der da ruppig raufgegangen ist, der Mann, der schon 2002 dabei war, beim einzigen WM-Vergleich, die beiden, Brasilien und Deutschland sind die, die die meisten WM-Duelle bestritten haben und das gab es nur einmal, wie es ausging, wissen wir alle, das soll anders werden. Schöne Spieleröffnung auf die linke Seite. Halk könnte den Ball aus der Luft herunternehmen, tropft ihm aber ein bisschen weg, geht in Richtung Eckfahne. Mit ihm dieser bullige Mann mit dem Bodybuilder-Körper, der so ein bisschen aussieht, als ob er häufiger mit der Hantel unterwegs ist als mit dem Ball. Jetzt Khedira, sehr schön durchgesetzt. Müller begleitet ihn. Die beiden als Staffette auf der rechten Seite. In der Mitte wartet Klose. Ball geht heraus zu Khedira, der nochmal zurück. In diesem Fall sollte es zu Müller gehen, aber Marcelo war da und bringt den Ball zur Ecke für die deutsche Mannschaft raus.
Was mir Hoffnung macht, auch die Brasilianer zeigen Nerven in dieser Anfangsphase dieses Spiels. Auch da klappt nicht alles. Also auch das ist ein Zeichen dafür, wie groß der Druck ist auf dieser brasilianischen Mannschaft. Erste Ecke für die deutsche Mannschaft von der rechten Seite. Toni Kroos visiert die Mitte an. Zwei, drei Schritte wird Anlauf nehmen mit den weißen Schuhen. Bringt jetzt den Ball in Richtung Elfmeterpunkt. Schuss! Tor! Tor! Thomas Müller ist da! Hat sich freigestohlen im Rücken der brasilianischen Abwehr. Und das war ja genauso ein Tor, wie es die Brasilianer zweimal geschossen haben. Erst gegen Chile und dann gegen Kolumbien. Hinten, da sind sie alle auf den ersten Pfosten nach vorne gestürmt. Und die Abwehr ist drauf reingefallen und hat den Müller übersehen. Und der Müller macht das Tor, sein fünftes in dieser WM. In der 11. Minute führt die deutsche Mannschaft erneut nach einem Standard von Toni Kroos. Eine Ecke, klasse gemacht. Und was für ein Stellungsfehler, Jens Jörg, da in der brasilianischen. Junge, stand der blank. Das war dilettantisch von den Brasilianern. Wunderbar für Deutschland. Müller mit dem rechten Fuß an César vorbei, der zwar noch runtergeht, aber chancenlos ist. Der Ball kommt ja fast von der 5-Meter-Raumlinie, also vom Torwartraum. Vorbei, am Mann in Grau. Das ist der Schlussmann, der Brasilianer, der zum ersten Mal geschlagen ist. 11. Minute. Deutschland führt durch unseren Mann mit dem Charlie Chaplin-Laufstil. Aber diesmal musste er gar nicht weit rennen. Diesmal stand er da, wo er steht. Er hat eben das Besondere, der Raumdeuter. Der Müller, der die Räume erkennt, wo keine sind. Und das war jetzt eben wieder so. Deutschland in Front, 11 Minuten vorbei. Langer Ball der Brasilianer. Kommt auf Halk, der kommt dran an den Ball. Und kann ihn dann nur vorbeischieben an Boateng. Gibt Tor ab für die deutsche Mannschaft. 1-0. Das hört sich super entspannt an für den WM-Torschützenkönig der letzten Weltmeisterschaften. Wieder brillanter Auftakt ins Turnier. 5. Tor, Alex hat es gesagt. Und das war selten so leicht wie heute. Und was brach da für ein Jubel los auf der deutschen Bank. Alle sind sie aufgesprungen, hervorgehopst aus diesem kleinen Tunnel da unten, in dem sie sitzen, aufs Spielfeld rausgelaufen, haben sich umarmt. Das war natürlich jetzt erst einmal Balsam für die geschundene Seele, für die Nerven. Vielleicht gibt das der deutschen Mannschaft ein bisschen Ruhe. Und wenn es ihre Nerven auch so ein bisschen angegriffen sein sollten, diskutieren Sie mit uns mit. Sie können auf sportschau.de Social Radio mitmachen. Sagen Sie Ihre Meinung, stellen Sie uns Fragen, seien Sie mit dabei. Die Brasilianer haben den Ball abgefangen durch den Kapitän, durch David Luiz. Der macht eben den Stellungsfehler. Der hatte den Müller in seinem Rücken laufen lassen. Und das ausgerechnet der erfahrene Innenverteidiger. 50 Millionen hat er gekostet. Teuerster Abwehrspieler der Welt hat diesen Fehler gemacht. Also auch die absolute Weltklasse ist nicht davon befreit, mal einen Fehler zu begehen. Wieder Luiz mit weitem Ball in die Spitze gegeben. Aber das ist kein Brasilianer. Das ist nur einer. Der spielt einen grünen Torwartriss. Und das ist der Keeper der deutschen Mannschaft. Manuel Neuer hat ganz lässig den Ball mit einer Hand heruntergefischt, auf Boateng abgerollt, der wieder zurück, warum denn das? Und Neuer, ein bisschen der Bedrängnis, mit dem linken Fuß weiter Ball in die Spitze, weitergeleitet von Klose auf Müller, aber dem verspringt er ein bisschen. Er wollte ihn kontrollieren, da ist er weggesprungen und jetzt ist Platz, jetzt kommen die Deutschen, oh, da geht einer zu Boden, da hat Luiz den Ellenbogen ausgefahren gegen Klose, hat der Schiedsrichter nicht gesehen, Halk am linken Flügel, zwei Mann in der Mitte, legt zurück, dazwischen ist Kroos gegangen, dazwischen ist Kroos gegangen, oh, Schrecksekunde für die deutsche Mannschaft. Ja, aber wir können eigentlich beruhigt sein, denn dieser Fred, das ist auch nicht mehr der Fred, der es war beim Turnier in der Vorbereitung, beim Confed Cup, also diesem Turnier vor Jahresfrist, dass er bester Torschütze war. Der Mann mit der Nummer 9, der einfach die Kiste nicht trifft in diesem Turnier. Einmal zwar, aber ansonsten wirklich ein Schatten vergangener Zeiten ist und die Bälle kommen auch nicht so richtig beim Stürmer aus Fluminense an. Auch da hat er eine grottenschlechte Saison gespielt. Das zeigt, dass der Großmeister, das Pelé, irgendwie doch recht hat. Er sagt, zum ersten Mal in der Geschichte der Seleção haben wir ernsthaft Probleme in der Offensive. Das träfe sich ganz gut, wenn das an diesem 8. Juli sich bewahrheiten würde. Deutschland führt mit 1-0, was sie gerade reingerutscht sind in unsere Übertragung. Knapp 15 Minuten, eine Viertelstunde ist rum und Dante versucht, das Spiel über die linke Seite nach vorn zu tragen. Findet aber erst einmal Luis Gustavo mit diesen leuchtend orangen Schuhen, der jetzt noch in der eigenen Hälfte herumtrabt und zu Dante spielt. Da kann Joachim Löw, der in seiner Coaching-Zone viel Bewegungsfreude zeigt und nach vorne trabt, jetzt etwas entspannter laufen. Gut abgefangen für die deutsche Mannschaft. Drüben auf der linken Seite Einwurf vom Champions-League-Sieger, vom Mann von Real, von Marcelo. Und die Spieleröffnung war ganz, ganz schwach von Halk. Da der Ball saust an allen vorbei und geht, nachdem er auf der linken Seite aus war, jetzt auf der rechten aus. Einwurf fürs deutsche Team durch den Mann, Alex, den keiner eigentlich von Anfang an bei einer Weltmeisterschaft auf der linken Seite, hat jede Minute gespielt, Hövedes, jetzt ausgeführt wird.
ist schon wirklich verrückt. Der Benedikt Höwede, 26 Jahre alt, der Schalker Kapitän. Und den hat wirklich keiner auf der Rechnung gehabt. Und er hat das wirklich gut gemacht. Er hat sich reingekämpft. Eine gute Partie gegen die Franzosen gespielt. Die Deutschen jetzt am linken Flügel kombinieren sich da. Brasilianisch durch. Oh, dann hauen sie den Toni Kroos dort aus den Schuhen fast. Bernard ist es gewesen. Direkt 2 Meter hinter der Mittellinie noch in der Hälfte der deutschen Mannschaft. Freistoß für das deutsche Team. Schiedsrichter Marco Rodriguez hat noch keine Ermahnung ausgesprochen, noch kein deutliches Signal gesetzt. Lässt das Spiel bislang hier sehr, sehr weit laufen. Freistoß für Deutschland. Toni Kroos wird da vom Schiedsrichter ermahnt, doch bitte schön den Freistoß auszuführen. Ganz auf den rechten Flügel. Müller per Kopf in die Mitte. Versucht Klose zu finden. Özil ist es gewesen. Der kann sogar das Kopfballduell da gewinnen gegen Maicon, aber den Ball nicht zum Mitspieler bringen. Verteidiger Luis drischt ihn einfach hinein. Die deutsche Hälfte auf Manuel Neuer. Der steht 2, 3, 4 Schritte vor seinem 16-Meter-Raum. Hat den Ball nach links gespielt. Fehlpass da von Hummels. Die Brasilianer dazwischen durch Luis Gustavo noch in der eigenen Hälfte. Jetzt Maicon mit 2, 3 schnellen Schritten über die Mittellinie auf den rechten Flügel gegeben. Weit auf Bernard gelegt. Der weiter den Lauf von Maicon. Der steht fast blank. Könnte jetzt flanken. Aber Hummels ist da. Blockt die Flanke ab. Und jetzt wäre Platz schnell zu kontern. Auf Özil. Aber zu kurz gespielt von Höwedes. 2 Brasilianer aggressiv dazwischen. Gehen dort auf den Körper und auf den Ball. Einwurf für die deutsche Mannschaft. Das Ganze etwa Mitte der eigenen Hälfte auf der linken Seite durch Benedikt Höwedes. Ein bisschen durchboosten. Auf die Uhr zu schauen. Eine gute Viertelstunde ist rum. Deutschland führt durch das Tor von Müller aus der 11. Minute mit 1:0. Ja, Joachim Löw war gerade sauer. Er sagt, da haben wir uns hinten nicht gut und geschickt verhalten. Nicht gut herausgespielt. Von der linken Seite aus am liebsten, das sind ja fragwürdige Modelle, die er da vorgeschlagen hat, würde er diesen kleinen Lahm ja klonen. Das ging Gott sei Dank nicht, aber er könnte ihn brauchen. Jetzt auf der anderen Seite, Marcelo ist durch und in letzter Sekunde ist Lahm unten und er spielt den Ball. Der spielt wohl den Ball, aber jetzt gibt es schönes Gerangel da mit Marcelo und Lahm ist auch zur Stelle und Müller ist dazwischen. Große Männerdiskussionsrunde. Und dahinter steht Neuer, der ist ein bisschen größer als die alle deswegen und vielleicht deswegen beruhigt sich das Ganze auch. Nochmal der Hinweis für Boateng, der dazwischen gegangen war, dass das jetzt ein bisschen viel ist. Der Schiri, Alex, muss was machen, sonst entgleitet ihm die Partie, oder? Ja, er holt sich jetzt da die beiden Kampfhähne zu sich. Boateng tut so, was habe ich gemacht, was ist überhaupt los? Auch Marcelo kommt mit dahin, ich muss gestehen, ich habe das auch nicht richtig erkennen können. Die Grätsche von Philipp Lahm war völlig okay, traf den Ball, der ging ins Tor aus, da gab es dann die Ecke und Marcelo reklamierte auf Elfmeter und Boateng ging hin und sagte, sag mal, spinnst du so ungefähr? Schubst du den weg, aber jetzt kommt die Ecke, müssen wir hingucken. Per Kopf geklärt von Philipp Lahm, rausgeköpft und die deutsche Mannschaft kann sich ein bisschen befreien, hat den Ball aber nicht bekommen. Die Brasilianer haben ihn mit weitem Flankenschlag in den 16er auf Oscar, kann der ablegen, macht einen Dribbling, flankt in die Mitte. Das Abwehrbein ist da von Hummels. Kerze im Strafraum, Ball noch in der Luft, Kopfball wieder für die Brasilianer und dann Höwedes rustikal, drischt den Ball in Richtung Anstoßpunkt. Klose versucht weiterzuleiten auf Özil. Hat nicht geklappt. Brasilien im Ballbesitz. Die deutsche Mannschaft unter Druck. Absolut. Sie kommen mit Marcelo noch aus der eigenen Hälfte herübergespielt auf die linke Seite vorn. Kreuzen Fred und Oscar. Aber die Deutschen sind mit ihrem Kapitän, mit dem Mann, den man nicht klonen kann, auf der rechten Seite da gewesen. Weiter geht's mit Khedira, dann mit Lahm und dann der Versuch, den Ball von Müller so ein bisschen tropfen zu lassen. Hat geklappt, geht darüber. Hier über die rechte Seite. Wieder schlecht gespielt. Links war Özil gestartet. Achtung, Konter läuft über Bernard, der aber im Dribbling gegen Khedira. Ballbesitz bleibt bei den Brasilianern. Die Gelben kommen. Die Kanarienvögel gegen die mit dem Adler. Guter Pass nach vorne von Marcelo, wieder Oscar zurück. Er versucht ja diese Rolle zu übernehmen, die Neymar hatte. Marcelo im Zweipassversuch, aber der war ungenau. Boateng sagt, ich bin auf der anderen Seite, dann spiele ich ihn nach vorne. Und dann kann es weitergehen mit Kroos, der hier schon mit großen Torvorlagen geglänzt hat. Dieser Ball war ein bisschen schwierig für Müller. Er musste hochspringen, um ihn zu kontrollieren. Und dann bleibt es beim Ballbesitz für die Brasilianer noch in der eigenen Hälfte. Blick zur Uhr, 20 Minuten rum. Wenn Sie Gelegenheit haben, eine Frage an uns zu stellen. Wir wollen gerne mit Ihnen diskutieren. Das ist ja ein ganz wichtiges Spiel. Dieses Duell auf dem Weg ins Finale hinein für die deutsche Mannschaft. Die unvollendete Generation, die Jungs, die jetzt das 4. Halbfinale spielen, aber endlich auch mal am Ende diesen goldenen Pokal nach oben halten wollen. Die Brasilianer versuchen es aus der eigenen Defensive, aus der Innenverteidigung heraus.
Es war das erste Tor, das eine deutsche Nationalmannschaft gegen Brasilien bei einer Weltmeisterschaft geschossen hat. Das einzige Spiel damals in Yokohama WM-Finale ging verloren mit 0:2. Die Deutschen waren das bessere Team und verloren am Ende noch. Jetzt heißt es aber, sich auf das Spiel zu konzentrieren. Luis Gustavo, der Mann für alle Fälle, sowas wie der unbekannte Soldat, der die Arbeit für die anderen verrichtet, hat den Ball weitergegeben auf die rechte Seite. Ganz außen ist dann Außenverteidiger Mike Conn, der fast ein Rechtsaußenspiel angespielt worden. Aber Höwedes hat aufgepasst. Die Deutschen können den Ball behaupten. Noch in der eigenen Hälfte. Schweinsteiger wird attackiert. Lupft und löffelt den Ball auf den linken Flügel. Özil versucht ihn zu sichern. Geht vorbei und Lucius Gustavo könnte das Duell gewinnen. Und nein, der Schiedsrichter lässt es weiterlaufen, obwohl er ganz klar gehalten wird. Der Arm ist draußen des brasilianischen Verteidigers. Hindert Özil dort mit dem Ball vorbeizulaufen. Und es wird nicht abgepfiffen von Schiedsrichter Rodriguez. Das finde ich jetzt doch ein bisschen interessant. Die Deutschen trotzdem mit schönem Pass auf Klose. Der vom 16er schlägt einen Haken, hat den Ball noch am rechten Fuß, will sich dann drehen, aber das sieht ein bisschen hölzern, ein bisschen hüftsteif aus. Da kommt er nicht um die Verteidiger rum. Zum Glück, dass auch der Torhüter Julio César keine Anspielstation findet, den Ball in Seiten ausspielt. Einwurf für die deutsche Mannschaft, 30 Meter von der Grundlinie der Brasilianer entfernt, sozusagen in deren Hälfte, fast auf Höhe des Strafraums auf der linken Seite. Das ist jetzt ein bisschen wenig Bewegung für meine Begriffe. Da müssen sich mal ein bisschen aggressiver anbieten, die Deutschen. Schweinsteiger gefunden, der quer in Richtung Anschlusskreis auf Boateng. Und der nimmt mächtig Anlauf, der Münchner. Spielt dann auf den rechten Flügel heraus. Da ist es wieder Klose, der einmal zurückpasst, wieder auf Boateng. Der dann vor den 16 auf Khedira. Schön hat er das gemacht, kann den Ball behaupten, wieder auf Klose. Schlägt einen Haken, könnte mit links schießen. Wird beim Schuss ein bisschen behindert. Deswegen wird es nur ein Schusschen. Und das ist kein Problem. Aber immerhin ein Schuss, von dem man, der bei der SG Blaubach Diedelkopf, mein absoluter Lieblingsverein, gespielt hat. Bis ins Herrenalter hinein. Ist erst mit 21 Profi geworden. Miro Klose, jetzt trabt er. Er hat einen draufbekommen auf die Socken. Etwas lediert nach hinten, während die Brasilianer mit Oscar vielleicht gleich über die Mittellinie gehen. Nee, der spielt erst noch mal zurück zu Fernandinho und dann wieder in die eigene Innenverteidigung, die ja zuletzt, anders als die Stürmer, zumindest in den K.O.-Spielen, für die Tore verantwortlich war. Sehr ambitionierter Ball zu Marcelo, der kann ihn behaupten. Da drüben auf der linken Seite und Halk tritt an. Der bullige Mann wollte in der Mitte dann Fred einsetzen. Die Deutschen sehr aufmerksam in der Defensive, wirken im Moment frischer, haben eins vorn und kommen mit Müller. Klose startet, Müller auf der rechten Seite, schon an der Strafraumecke, bringt das Ding scharf hinein. Aber dann ist Dante dazwischen und bringt ihn sofort wieder raus. Und der gibt jetzt per Klatschsignal so ein bisschen das Hallo wach. Hey Jungs, wir wollen Weltmeister werden. Hexer Campeão war das Ziel, die sechste Weltmeisterschaft. Aber im Moment rollt das Spiel bei den Brasilianern nicht. Der Ball kommt etwas glücklich bei Kroos an. Toni Kroos, M16er, herübergespielt zu Müller. Abgelegt auf Klose, Klose, Klose! In der 23. Minute im zweiten Versuch. Der erste Schuss, ein bisschen schwach. Julio César kann ihn blockieren, kann ihn abprallen lassen. Aber Klose ist nochmal da. Und aus 8 Metern stochert er das Ding über die Linie. Und das ist ja nicht zu fassen. Das ist das Rekordtor, der 16. Treffer bei einer Weltmeisterschaft. Keiner hat so viele gemacht. Miroslav Klose bringt die deutsche Mannschaft mit 2:0 in Führung. Meine Güte, den Brasilianern, den flattern die Nerven. Und die Deutschen haben das klasse gemacht. Klasse gespielt. Über 4 Stationen. Ausgangspunkt. Der klasse Pass da von Toni Kroos in den 16er hinein. Und dann haben sie wunderbar übergeben. Ich glaube, es ist Müller gewesen, der den Ball mitnahm und ihn dann liegen ließ für Klose. Der schoss das erste Mal. César parierte. Er schoss das zweite Mal. Und er war drin. Zum 2:0. Wie schön ist das denn? Das ist super. Das war die Ruhe eines Anglers. Miro Klose, eiskalt vor dem Tor. 16. WM-Tor. Das ist natürlich super. Die Geschichte eher 2002. Als einziger der hier auf dem Rasenrechteck stehenden war er mit dabei. Aber jetzt gibt es die Gelegenheit für Bernauer. Aber da steht auch noch Neuer. An dem prallt jetzt der kleine Flitzer da auf dem Flügel von Schachtja Donetsk ab. Unser Mann mit der Nummer 1 im deutschen Tor hat den Ball sensationell hier in diesem Turnier. Manu Del Libro haben wir erlebt, wie er viel nach vorn gestürmt ist, dass die Mannschaft sich so ein bisschen gegen Algerien durchgezittert hat und auch in großen Szenen, beispielsweise gegen die Franzosen. In den letzten Sekunden war er da. Kroos mit dem Ball am Fuß in der brasilianischen Hälfte. Deutschland 2:0 vorn, falls Sie gerade reinhören. Ja, Sie hören richtig, wir sind nicht betrunken. Keine Caipirinhas, nächste Gelegenheit. Und direkt Schuss und 3:0. 3:0, 3:0, 3:0. Toni Kroos, Direktabnahme. Hurra, hinein das Ding. Kavum Karneval in Belo Horizonte. Die Brasilianer sind sprachlos. Manuel Neuer ist da hinten.
Minuten zu den deutschen Fans gelaufen, ist über die Bande gesprungen, hat die Fäuste geballt, hat sich dort feiern lassen. 3:0 nach 25 Minuten. Und was war das für eine Traumkombination über den rechten Flügel. Herrlich der Pass von Özil Richtung Grundlinie. Da war Philipp Lahm, der in die Mitte. Der verpasste zunächst da der Müller und er ließ ihn durchrutschen. Und dann stand der Toni Kroos ganz blank da aus etwa 12 Metern vor dem Tor. Und direkt mit dem linken Fuß, volles Risiko, Spann in die linke untere Ecke. Julius Cesar noch dran mit der einen Hand ein bisschen. Aber den konnte er nicht parieren. Den konnte er nicht behalten. Der war drin. Der zappelt im Netz. Und Deutschland führt hier mit 3:0 nach 25 Minuten. Ja, meine Güte. Ich fasse nicht, was ich hier gerade sehe. Schon wieder. Achtung. Kroos. Ein Fehler. Spielt weit auf Khedira. Wieder auf Kroos. Der schießt Tor. 4:0. Die Deutschen spielen Jojo mit den Brasilianern. Die spielen Jojo. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Sie spielen im 16-Meter-Raum mit den Brasilianern. Brasilianischen Fußball. Und die Holzhacker spielen in Gelb und Blau. Es ist nicht zu fassen. Deutschland führt mit 4:0. Ja, und wenn Sie jetzt denken, ist das hier eine Satire oder ist das wirklich das richtige Radio, was ich da eingeschaltet habe? Deutschland 4:0, Mitte der ersten Halbzeit. Jawohl, es ist keine Caipirinha-Party. Wir schauen herunter und jetzt sagen Sie nicht. Das haben Sie gewusst. 4:0 für Deutschland nach 26 Minuten. Das hatte ich doch auch getippt. Keiner hatte das getippt. Und die Brasilianer sind mal sowas von der Rolle. Das ist so ungefähr wie Zugspitze gegen Zuckerhut. Und der stinkt da mal richtig ab mit seinen 700 Meter gegen diese 3000 Meter bei uns in Deutschland. Deutschland vorn 4:0 und absolut verdient, weil die Brasilianer im Moment überhaupt nicht wissen mehr, wie dieses Spiel geht. Sie haben das Jogo Bonito wunderschön betrieben, aber jetzt sind sie völlig entzaubert worden von den Deutschen, die in Schwarz und Rot schon wiederkommen. Nächster Angriff rollt, aber diesmal bleibt er bei Gustavo hängen, der jetzt erstmal wahrscheinlich zur Beruhigung seinen Schlussmann oder Dante, es ist Dante, einschaltet. Das ist ein Spielverlauf, der zu den sensationellsten in der Geschichte des Weltfußballs gehört, denn wir reden hier vom Rekordweltmeister und wir reden von Deutschland. Sie hören in ein Halbfinale hinein. Deutschland führt nach 26 Minuten 4:0. Brasilien spielt sich den Ball hin und die deutschen Fans skandieren Finale. Finale wird, es ist nicht zu glauben. Also meine Güte, wir müssen wieder sehen, dass wir uns hier konzentrieren, dass wir Ihnen hier vernünftige Reportagen anbieten, dass wir uns nicht mitreizen lassen von dem, was man gar nicht glauben kann. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie versteckte Kamera. Das findet gar nicht statt, das ist gar nicht wahr, was auf dem Rasen stattfindet. Die Körpersprache bei den deutschen Spielern jetzt. Alle sind sie da, die sind hellwach und die Brasilianer, die scheinen geschrumpft zu sein. Haben die zu heiß gewaschen? Ich weiß es nicht. Die wirken auf einmal alle 20 cm kleiner. Versuchen jetzt aber das Mittelfeld zu kombinieren auf den kleinen Bernard. Kroos ist mit zurückgelaufen, kann ihn nicht erreichen. Hulk angespielt am rechten Flügel. Außen läuft Maicon mit. Der wilde Hulk, aber die passen die Mitte schlänzen dazwischen. Kollektiv auch ein Mesut Özil, der nach hinten jetzt auf einmal mitgearbeitet hat, sich dann trotzdem aber ablaufen lässt gegen Fernandinho. Den Zweikampf verliert. Fernandinho wieder auf Maicon am rechten Flügel in Höhe des Strafraums. Maicon legt den Ball vorbei an Özil, aber zu weit. Und dann ist dabei Hövedes, der will den Brasilianer anspitzeln. Das klappt nicht. Ball aus. Einfach für Brasilien. Auf Halt gegeben. Der zieht in Richtung Grundlinie. Geht zu Boden. Freistoß für die Brasilianer. Nee, eine Schwalbe war es, hat der Schiedsrichter gesagt. Marco Rodriguez. Muss ich sagen, ich habe erst gedacht, das war das Foul schon. Aber Hövedes sagt gleich, meine Güte, hast du denn sowas nötig? Nee, das war ganz klar, war eine Schwalbe vom Brasilianer. Also vielleicht das letzte Mittel vom 16er. Jetzt mal ein Freistoß rauszuschinden. Meine Güte, das ist nicht zu fassen. Und da unten der Baumeister des gefühlten brasilianischen neuen Fußballwunders, des sechsten Titels, Felipe Scolari, steht dort, hat die Arme verschränkt. Der Schnauzbart wirkt noch ein bisschen länger, breitet die Arme jetzt aus, als wollte er sagen, meine Güte, was ist denn hier los? Was ist denn da auf einmal passiert? Sie haben so gut angefangen, die Deutschen waren mit den Nerven total durcheinander. Und dann mit diesem ersten Schuss von Khedira nach 8 Minuten war es anders. Schon wieder hingeguckt, vor dem 16er der Brasilianer. Aber Luis, der Kapitän, löffelt den Ball raus in die deutsche Hälfte. Auf die Brust von Hummels, der tritt jetzt an. Könnte zwischen zwei Brasilianern durchspielen. Tut das auch. Hat da Khedira gefunden. Der ist im 16er. Legt auf links, auf Özil. Der auf Khedira. Der schießt Tor. 5:0.
Hätte ich mir ein größeres Blatt mitnehmen müssen. 5-0 für Deutschland. Wir sollten den Antrag stellen, nur noch am 8. Juli zu spielen. An diesem Tag ist Deutschland noch Weltmeister geworden. 1990 gegen die Argentinier. Es gab den Erfolg im Spiel um Platz 3. Und es gibt, und das können wir jetzt schon festhalten, eines der denkwürdigsten Spiele in der Geschichte des deutschen Fußballs. 5-0. Blick zur Uhr. 30 Minuten vorüber. Wir hatten ja gebeten, dass vielleicht ein paar Hinweise kommen über sportschau.de, ein paar Fragen, aber wahrscheinlich glauben Sie gar nicht, was Sie hören, aber es stimmt, es steht 5-0 für die deutsche Mannschaft. Es läuft die 30. Minute, die Torschützen schnell, falls Sie später mal sagen wollen, ich habe bei dieser denkwürdigen Nacht das und das gemacht und dann habe ich gehört, Müller, Klose, Groß zweimal und Khedira waren am Ende schon nach 30 Minuten für dieses 5-0 der deutschen Mannschaft verantwortlich. Brasilien kann eigentlich jetzt schon aus dem Spiel herausgehen, ist geschlagen und trabt auch in der Körpersprache so über das Feld. Hoffentlich wird das kein zweites Schweden, wurde auf sportschau.de mal kurz hinterlegt. Aber ich glaube, das 5-0 jetzt, das ist einfach eine Sache. Das ist vielleicht sogar gar nicht schlecht, dass die deutsche Mannschaft mal so eine Erfahrung gemacht hat wie gegen Schweden. Jetzt kommen die Brasilianer, Grätsche von Hummels gegen Fred. Brasilien nochmal über Luis Gustavo, der muss aber die Geschwindigkeit rausnehmen. Trabt jetzt Richtung Seitenauslinie, verfolgt von zwei deutschen Spielern. Spielt zurück auf Linksverteidiger Marcelo, der trabt mit dem Ball Richtung Mitte, lupft ihn dann Richtung 16er. Aber Philipp Lahm hat aufgepasst, mit dem Kopf ist er da, spitzelt den Ball mit der Stirn zurück zu Manuel Neuer. Der hat den Ball aufgenommen, tippt ihn einmal auf, hat ihn in den Handschuhen, läuft jetzt ein bisschen durch seinen Strafraum und hat abgerollt auf Mats Hummels vor dem eigenen 16er. Der Antritt von Mats Hummels eben war der Ausgangspunkt zum 5. Tor, als er den Zweikampf gewann, als er zwischen zwei Brasilianern hindurchstürmte und dann den Pass in die Spitze spielte. Auch jetzt können sie auf einmal zaubern. Groß mit Lupfer für Hövedes, der über den Kopf weitergeleitet, auf den linken Flügel, auf Müller, der im Zweikampf da mit Dante und der mit Befreiungsschlag an die Mittellinie auf Schweinsteiger, der von hinten attackiert wird von Fred. Es gibt Freistoß, könnte es zumindest geben für die deutsche Mannschaft. Jawohl, so hat es wohl auch der Schiedsrichter gesehen. Freistoß für das deutsche Team oder sogar Abseitsposition vorher angezeigt. Aus der eigenen Hälfte Freistoß jedenfalls ausgeführt und ganz betretene Mienen hier im Stadion auf der Bank der Brasilianer. Und bei der deutschen Hälfte können Sie es nicht glauben. Ja, Joachim Löw hat jetzt auch beschlossen, dass das jetzt irgendwie eine ganz entspannte Situation ist. Er hat sich hingesetzt. Das reicht, findet er, das finden wir auch. 5-0 nach 31 Minuten, das angesprochene Schwedenspiel. Achtung, wir müssen aufpassen, die Deutschen kommen ja schon wieder. Schusschance aus der zweiten Reihe, abgefälscht am Ende. Dieser Versuch von Kroos. Und deswegen wird es Eckball geben. Özil wird sich den Ball schnappen und den Ball jetzt hineinbringen für das deutsche Team, die da Hand reklamiert haben bei diesem Kroos-Schussversuch. Aber es ging, glaube ich, so unter der Hand hindurch. Achtung, wir müssen aufpassen, dieser Eckball ist bereits wieder ausgeführt. Ball wieder zurück zu Schweinsteiger, der 25 Meter vor dem Tor schiebt normal zu Khedira und eines fällt auf, die Deutschen sind teilweise ungedeckter vor dem 16er oder im 16er der brasilianischen Nationalmannschaft, was das Ganze dann am Ende auch so einfach macht. Sie sind konfus mit ihrer Defensivleistung, die Jungs vom Rekordweltmeister, und laufen jetzt den Ball hinterher, der bei Hummels gelandet ist. Nochmal schnell zu diesem Spiel der Schweden zurück, dieser grandiosen Tölpelei, muss man ja sagen, der deutschen Fußballnationalmannschaft, als man 4-0 führt. Und es gab noch ein 4-4. Aber da hatten die Schweden auch einen Leader mit diesem Zlatan Ibrahimovic, mit diesem Straßenräuber, der das Ganze dann mit breiter Brust anführte. Dieses schwedische Tre-Kronas-Team und am Ende eben dieses 4-4 noch ertrotzte. Diesen Leader haben die Brasilianer am heutigen Tage nicht. Der Ball läuft locker und leicht durch die deutschen Reihen. Fauler Müller. Heftig vom Kapitän von David Luiz, der noch hingeht und noch diskutieren will mit Müller. Da ist er nur auf den Körper gegangen. Müller liegt dort noch unten. Der Schiedsrichter Marco Rodriguez sagt da, Junge, komm, bleib jetzt ruhig. Und das wäre jetzt ein Zeichen von wirklich fehlendem Sportsgeist, wenn die Brasilianer jetzt hier wirklich versuchen würden, ihren Frust in Fouls umzusetzen und ein bisschen dadurch abzubauen. Brasil, Brasil, zum ersten Mal die Sprechchöre jetzt hier im Stadion. Das war vielleicht so ein bisschen das Signal eben, auf das die Fans gewartet haben von ihrem Liebling, vom Kapitän mit den Wuschelhaaren, der Heißsporn David Luiz, geht bei dieser Attacke gegen Thomas Müller. Einwurf für die deutsche Mannschaft am rechten Flügel. Da überlässt dann Khedira Philipp Lahm. Der wirft dann auf Schweinsteiger mit der Hacke weiter auf Khedira, legt zurück auf Groß, 30 Meter vor die Tor, Mittelstürmerposition, passt dann schön auf den rechten Flügel auf Lahm. Und beinahe hätte der den mitnehmen können. Und das wäre wieder so eine Aktion geworden. Aber du hast es eben gesagt, es geht drunter und darüber in der Innenverteidigung der Brasilianer, überhaupt in der ganzen Defensive. Da tut mir auch ein Dante leid.
Bei seinem ersten WM-Spiel für Brasilien wird er da komplett auseinandergenommen. Und jetzt ahnt man, wie wichtig der Kapitän Thiago Silva für diese brasilianische Mannschaft ist. Mit seiner Klasse, mit seiner Übersicht, mit seinem Zweikampfverhalten, mit der Rolle, die er spielt als Anführer dieser Truppe. Das alles fehlt heute und das merkt man. Die Deutschen haben schon wieder einen Ball einfacher kämpfen können in der eigenen Hälfte. Weitergegeben auf die Brust von Klose. Außen lösen sich zwei, Klose immer noch am Ball. Könnte rechts außen, jetzt Müller mit dem Pass dann in die Mitte. Nicht gut gemacht. Da schimpft der Müller auch so ein bisschen. Sagt, warum spielst du mich nicht an? Ich bin noch ganz frei. Klose versucht es auf die komplizierte Art und Weise. Das geht schief. Darf man verzeihen beim Stand von 5:0. Ja, ich habe gerade mal nachgezählt, ob die Deutschen einen mehr auf dem Platz haben. So fühlt sich das Ganze an, hier nach 35 Minuten. Nochmal, falls Sie gerade reinhören. 5:0. Deutschland natürlich. Auf dem Wege in das Finale von Rio. Gut eine Flugstunde entfernt von hier. Das liegt ja dann im Südosten von Belo Horizonte ausgesehen. Der Ball ist bei Luis Gustavo, aber keine großen Bemühungen und vor allen Dingen keine großen Bewegungen innerhalb der brasilianischen Mannschaft, sodass immer wieder diese Langholzbälle kommen von David Luiz. Schlecht gespielt, leicht abgefangen von Boateng, der zentral gut gestanden hat. Der Kapitän der Deutschen, der Kapitän des FC Bayern ist am Ball. Sehr schön flach in den Fuß hinein zu Müller, dann herüber verteilt zu Özil. Der stupst ihn weiter zu Kroos. Kroos in der Hälfte der Brasilianer zu Klose. Klose mit Ballbesitz noch einmal zu Kroos zurück. Jetzt stehen wir auch ein bisschen die Deutschen, aber die Verlängerung von Miro Klose, die ist missglückt. Schlecht gespielt auch mal bei der deutschen Mannschaft. Jetzt der Versuch der Brasilianer. Über links. Sehr schön gemacht von Bernard. Zumindest am ersten vorbei. Dann Fred angespielt. Der lässt ihn weit prallen. Kann den Ball aber auf Höhe der Mittellinie noch behaupten. Und schneller Ball, aber in Abseitsposition muss das doch sein. Auf Hulk, diesen bulligen Angreifer. Der kommt da nicht ran. Hulk heißt er, weil er mal in Japan gespielt hat. Mit einem giftgrünen Trikot. Und den Körperbau habe ich ihn schon eindrücklich beschrieben. Eine echte Bodybuilder-Figur. Aber zu langsam für diesen Sprint. Deswegen Ballbesitz für die Deutschen ganz in Ruhe ausgeführt von ihrem Schlussmann, der noch gar nicht geprüft wurde, von Manuel Neuer. Der hat den Ball abgegeben auf die linke Seite, auf Mats Hummels. Und jetzt machen sie es ein bisschen, lassen den Ball einfach laufen. Schweinsteiger zurück zu Neuer. Ein Land, eine Mannschaft, ein Traum. So steht es auf dem deutschen Mannschaftsbus, der hier bei dieser WM die deutsche Mannschaft fährt. Und dieser Traum, der könnte Wirklichkeit werden. 5:0 gegen Brasilien nach 36 Minuten. Özil, 40 Meter vor dem Tor, spielt quer auf Khedira, der auf den rechten Flügel, auf Philipp Lahm. Der wird gar nicht attackiert. Jetzt kommt Marcelo. Außen löst sich Müller. Den will er anspielen. Aber Marcelo dazwischen, der Champions-League-Sieger von Real Madrid. Artistisch drischt er den Ball in die deutsche Hälfte. Aber der war schon im Seitenaus. Und wenn wir uns mal so umschauen, da sehe ich Tränen auf den Gesichtern zahlreicher brasilianischer Fans, die das nicht glauben können. Und der Trainer hat ihnen doch vorher gesagt, nur wir können Weltmeister werden. Keiner hat so gute Fußballer wie wir. Keiner hat das Siegergehen so wie wir. Das haben sie geglaubt. Und jetzt werden sie entzaubert mit 0:5. Die Deutschen wieder passen in den 16er. Da ist Khedira. Beiner stolpert ein bisschen, kommt nicht mit. Müller setzt nach, passt zurück auf Lahm, 20 Meter vor dem Tor, Ball am rechten Fuß, tritt drauf, legt dann quer auf Groß, Mittelstürmerposition, legt ihn sich auf den rechten, außen ist wieder Philipp Lahm, stupst ihn dann ein bisschen weiter auf Schweinsteiger, der Regie führt, spielt an den 16er. Die können von dem 16er kombinieren. Müller, Doppelpassversuch mit Özil und dann wird Müller von den Beinen geholzt von Fernandinho, legt jetzt auf den Boden und der Schiedsrichter ist wieder da, spricht jetzt mit dem Brasilianer. Luis Gustavo ist es gewesen, ermahnt ihn und ich bin gespannt, ob er jetzt irgendwann mal die gelbe Karte zeigt, weil das war auch ein Foul, das klar auf den Knöchel ging, noch mit einem Tritt im Fall hinterher. Und jetzt gibt es Freistoß für Deutschland. Ja, Freistoß. Toni Kroos haben wir schon mehrfach gesehen in diesem Turnier. Exzellente Vorbereitung beispielsweise für Hummels. Und der ist natürlich jetzt noch ein Stück hinten. Vielleicht läuft er sogar ganz nach vorne. Nee, im Moment nicht. Drei sind es, die sich da aufgebaut haben. Özil, Kroos, Schweinsteiger, Müller kommt noch dazu. Hoffentlich keine Slapstick-Einlage wieder beim Freistoß. Ich schaue noch mal kurz auf dieses Tableau. Man hat ja als Reporter gar keine Zeit, sich hier zu freuen. 4 Tore innerhalb von 10 Minuten zwischen der 20. und 30. Minute. Jetzt sind wir in der 38. Jetzt kommt Özil, schlänzt den Ball aber weit übers Tor hinweg, sodass es Tor abgeben wird für die Brasilianer, die wieder eingeworfen haben. Und in der Tat, jetzt da die Nacht hereinbricht, ist bei der Samba-Nation alles tanzen dahin. Im Moment die Brasilianer in einer Art Schockstarre hier oben auf den Rängen. Teilweise sind sogar schon Leute zu den Ständen, zu den Getränkeständen wieder unterwegs und laufen hier hin und her. 5:0, 39 Minuten vorüber. Alex, wer wird denn ins Finale einziehen? Was denkst du? Ich will nicht unten. Das bringt Unglück. Das sollte man auch nicht tun. Auch keine Häme. Ich muss sagen, diese brasilianische Mannschaft, die hat ja auch klasse Fußball gespielt in der Vorrunde gegen die Kroaten beispielsweise, auch gegen Kamerun, hat Tore geschossen. Da war Neymar mit dabei. Der fehlt ihnen heute natürlich auch als Kreativspieler. Und die Deutschen kombinieren in der Hälfte der Brasilianer über den rechten Flügel auf Müller. Der wird so
sofort attackiert, aber schimpft sofort, weil sich die anderen nicht anbieten. Sie sind noch heiß, die Deutschen. Ist nicht so, dass sie jetzt dieses Spiel nur noch verwalten wollen. Mats Hummels, rustikal hoch. Wo hat er das denn gelernt? Und nicht in Dortmund. Klar, lange Bälle darf er bei Jürgen Klopp spielen, aber noch keine 50-Meter-Pässe in Seiten aus. Natürlich lässt er jetzt vielleicht ein bisschen die Körperspannung nach. Und ich hoffe natürlich nur, dass sie jetzt erst einmal ungeschoren, das heißt ohne Gegentor, in die Kabine kommen, damit auch gar nichts schief geht, damit auch die Brasilianer nicht noch den Hauch, den Funken, das kleine bisschen an Hoffnung mit in die Kabine nehmen. 5-0, das würde sich gut annehmen. Ole, ole, die deutschen Fans feiern die Mannschaft, die zurückgespielt hat auf Manuel Neuer, der so ein bisschen schlaksig mit dem Ball am Fuß durch den Strafraum läuft, dann mit links auf den linken Flügel schlägt, auf Özil, der den Ball aber nicht kriegen kann. Aber dafür hat Klose dann helfen können, weiter auf Khedira, noch in der eigenen Hälfte, auf Philipp Lahm auf der rechten Seite, der tritt auch einmal drauf. Da ist jetzt natürlich kein Tempo mehr drin. Die Brasilianer versuchen auch nur noch schleppend da zu attackieren. Deutscher Fehlpass durch Boateng, der mir ansonsten wirklich gut gefallen hat. Hat super hinten ein paar Zuspiele unterbunden. Aber auch die Brasilianer hilflos, muss man sagen. Spielen den Ball in die Tiefe, wo keiner ist. Nur Deutsche, in dem Fall Manuel Neuer. Und die Deutschen werden jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig gefordert. Das ist eine Offenbarungszeit für die Brasilianer, muss man sagen, in diesem Spiel. Ich habe es gesagt, 4 Tore in 10 Minuten, da waren sie völlig kopflos. Und sie haben ja vorher nur in traurigen Werten irgendwelche Spitzenrekorde erreicht. Jetzt kommt die deutsche Mannschaft wieder. Klose versuchte mit dem Außenrisser Müller im 16er anzuspielen. Aber diesmal haben die Brasilianer mit Maicon, ihrem Rechtsverteidiger, den Balkon aus dem Mittelfeld heraus über Halk, über die rechte Seite, vielleicht noch in der eigenen Hälfte nach vorn kommen, wenn er den Ball nicht ins Austreiben lässt. Das ist nicht passiert. Zusammenspiel mit Fred, immer in Ballbesitz für die Brasilianer. Jetzt das Ganze unterbrochen. Weiter geht's mit Oscar im Mittelfeld, der zu Marcelo herüberverteilt, der 5 Meter hinter der Mittellinie drüben auf der linken Seite Bernard gesehen hat, der jetzt schon auf der Ecke des 16ers Übersteiger. Aber das reicht nicht gegen einen Philipp Lahm. Brasilien enttäuschend in fast allen Werten. Ich habe es gesagt, das waren die Foul-Werte, das waren die gelben Karten, da waren sie spitze. In keinem einzigen Spiel wirklich überzeugend. Und wenn, dann fehlte und fehlt ein Neymar, um wirklich Geniestreiche hier dieser Mannschaft noch ein bisschen Leben einzuhauchen oder irgendetwas Besonderes zu machen. Brasilien in Gelb stolpert über den Platz. Die Deutschen beherrschen Halbzeit 1. Mit Philipp Lahm, aber es ist ein bisschen lässig, was sie jetzt machen. Haben den Ball verloren da auf der rechten Seite. Brasilien noch in der Hälfte der deutschen Mannschaft, hat ihn mal zurückgekämpft. Auch jetzt der Kapitän mit schönem Pass in die Spitze. Da ist es Oscar, der ist im 16er, legt ihn mal auf rechts zum Boateng, blockt den Schuss dann ab. Abgeprallt nochmal Brasilien über links. Bernard wieder auf Oscar gegeben, am linken Flügel. Sieht sich Philipp Lahm gegenüber, geht an dem vorbei. Bleibt dann an Toni Kroos hängen, die Deutschen dazwischen. Querpass auf Klose, der vom eigenen 16er mithilft, weiterleitet auf Schweinsteiger. Der hat eben nochmal die Fäuste gemacht. Bald, der hat dieses Siegergehen des FC Bayern. Dieses Mir ist an mir, das strahlt er aus wie kein Zweiter. Und jetzt passt er auf Groß und ganz rechts außen steht der Thomas Müller. Aber was war das denn für ein Pass? Ja, meine Güte, da hätte der einen Katapultstart hinlegen müssen. Der Müller, wenn er den noch hätte kriegen sollen. Also der Ball geht drüben ins Seitenhaus auf der Position des linken Verteidigers, der Brasilianer. Da ist es, Marcelo. Der Mann tätowiert von oben bis unten, seine Trikotnummer da drauf, sein Geburtstagsdatum und selbst den Namen von Opa Petro, den hat er dort gefunden, auf dem Arm. Also Marcelo hat den Einwurf ausgeführt, aber die Deutschen haben den Ball schon wieder zurückerkämpft. Lassen ihn laufen, ein bisschen mit Tiki-Taka durch die Hälfte der Brasilianer. Viel, viel Platz, das ist jetzt wie im Training bei 5 gegen 2. Die Brasilianer laufen gar nicht mehr hinterher, Schweinsteiger im Mittelkreis, dann auf rechts gegeben auf Philipp Lahm und auf einmal sind die Brasilianer da. Philipp Lahm spielt aber nicht zurück, das hätte Halk fast geahnt, sondern findet dann Schweinsteiger und so kombinieren sich wieder nach vorne. Deutschland besser in der Ballbehandlung, souveräner im Vortrag nach vorn. Dieser Versuch von Müller aber schlecht, landet bei Dante, der seine Frisur behalten wird. So sieht es aus. Er hat ja gesagt, wenn wir Weltmeister werden, kommen diese ganzen wunderschönen Locken ab. Im Moment gute Sicherheit für die Haarpracht von Dante. Lange Spieleröffnung auf Fred, der hat den Ball mit der Brust heruntergenommen, auf Bernard gelegt, auf der linken Seite, innerhalb der deutschen Hälfte, aber nach vorn. Kein Versuch, im 1 gegen 1 da durchzugehen. Deswegen das Ganze schon wieder in Schwarz und Rot formiert. Dieser Abwehrverbund, der sicher steht. Lahm wird jetzt getestet von Marcelo. Nein, nochmal zurückgespielt zu Bernard, dann in die Mitte, ungenau zu Halk, der von hinten einen zaghaften Özil gegen sich spürt. Özil am Ende gerade noch dran am Ball, dann floppert er da kreuz und quer durch die eigene deutsche Hälfte. Und jetzt gibt es einen Foul und Ballbesitz. Und deswegen hier 2 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit beim Spielstand von 5
0:0. Und die Frage ist berechtigt, fehlen Neymar und Silva, die uns erreicht hat? Mit Sicherheit fehlen sie. Natürlich war mehr Sicherheit da beim besten Zweikämpfer. Über sportschau.de hat uns die Frage erreicht, beim besten Zweikämpfer dieser brasilianischen Mannschaft in der Innenverteidigung. Und Neymar, wenn einer an 5 von 10 brasilianischen Toren beteiligt ist und dann eben für dieses Besondere noch zuständig ist, dann muss man nicht darüber reden. Die zwei fehlen extrem. Deutschland hat mehr draus gemacht, als man zu hoffen wagen durfte, und führt hier 5:0. Freistoß für die Brasilianer, die sich Zeit lassen. Jetzt kommt der Ball dann noch schnell rein auf den Kopf von Luis. Aber der im Zweikampf gestört von Schweinsteiger. Außerdem im Abseits, die Fahne war oben. Die Deutschen können aber diesen Vorteil nutzen. Kommen über den linken Flügel. Da ist ja Hummels da. Versucht, Speil zu spielen mit dem Außenriss. Ein bisschen wie Beckenbauer. Aber das kann er nicht. Das konnte er zumindest in dieser Phase nicht. Da war der Özil ganz frei. Hätte er den vorbeibekommen an Maicon, wäre das eine gute Chance gewesen. 5 Gegentore für Brasilien bei der Fußball-WM. Hat es das je schon gegeben? Ein einziges Mal. 1938. Da haben die 6-5 gewonnen gegen Polen. Da haben die nicht wehgetan, die 5 Tore. Zumindest nicht so sehr. Und jetzt liegen sie mit 0:5 hinten. Fußballgeschichte wird geschrieben am heutigen Tag, am 8. Juli 2014 in Belo Horizonte. Weiter Ball nach vorne. Fred im Zweikampf gegen Hummels geht zu Boden. Kein Freistoß. Deshalb Pfeifkonzert der Zuschauer. Es läuft die 45. Spielminute. Deutschland mit Ballbesitz über Schweinsteiger, der direkt weiter aufgeht. Und er will direkt weiterleiten auf Müller. Das gefiel dazwischen die Brasilianer. Jetzt nicht noch ein Gegentor. Spielen da ein Pass diagonal zwischen den Deutschen hindurch. Und beinahe wäre da jetzt noch Oscar dran gewesen. Und Mats Hummel deutet an, liebe Leute, jetzt hier kein Zauberfußball. Jetzt hier nicht noch irgendwo etwas riskieren. Wir wollen mal locker dieses 5:0 jetzt mit in die Kabine nehmen. Ballbesitz, ein bisschen Kräfte schon. Und das tun sie nicht. Sie spielen schon wieder links auf den Flügel, auf Özil. Aber der kann den Pass von Hövedes nicht kontrollieren. Es läuft die Nachspielzeit. 1 Minute geht es oben drauf. Und dann bin ich gespannt, was ich höre, wenn der Halbzeitpfiff ertönt. Ja, die Frage: Badelatschen oder Wanderstiefel? Brasilien oder Deutschland? Sie ist eindeutig beantwortet. Wanderstiefel sind hier angesagt, denn die spielen brasilianisch, führen hier mit 5:0. Maicon hat den Ball und reißt nochmal hier auf der rechten Seite an. Vorn wartet Oscar. Der ist jetzt auch angespielt worden, aber hat schon wieder Hövedes gegen sich und auch Kroos gut gedoppelt. Deswegen zurück zu David Luiz. Steilpass nach vorn zu Halt. Der sprintet mächtig, kriegt er den noch? Jawohl, genau auf der Linie kriegt er ihn, aber rauscht dann mit der Kugel ins Tor aus, sodass Manuel Neuer, den hätten wir gar nicht gebraucht am heutigen Tage, der hier einen entspannten Nachmittag verlebt hat, sich den Ball wiederholen kann und ihn wahrscheinlich gleich jetzt hinausgibt. 5:0, jetzt gibt es den Halbzeitpfiff. Keiner kann es glauben, ich auch nicht. Ein unglaublicher Tag, der mit einem großen Pfeifkonzert, der mehr als 60.000 Brasilianer hier in Belo Horizonte quittiert wird. Brasilien geht im Chaos unter und Deutschland führt unerwartet hoch mit 5:0. Natürlich muss man mit dem Griff historisch vorsichtig sein, aber das, was hier passiert ist in diesen ersten 45 Minuten, jetzt da beide Mannschaften wieder auf dem Platz sind, 5:0 für das deutsche Team. Nach einem besseren Start der Brasilianer und dann diese Phase speziell zwischen der 20. und 30. Minute mit gleich 4 Toren als eine desorientierte brasilianische Mannschaft, die im Moment den Ball hat und auf die Zeichen vom Schiedsrichter wartet, hier beginnen zu dürfen für diese zweiten 45 Minuten. Das war außergewöhnlich. Der 8. Juli scheint ein wunderbarer Tag zu sein. Wir haben da das WM-Finale, das letzte, gewonnen. Vielleicht sollten wir beantragen, immer dann zu spielen, Alex. Das wäre keine schlechte Geschichte, wenn die deutsche Mannschaft jetzt bereitsteht und erwartet, dass die Brasilianer die zweite Halbzeit beginnen. Deutschland mit einem neuen Spieler auf dem Platz, Per Mertesacker, bekommt das Signal vom Bundestrainer. Du gehörst auch hier zu meiner allerersten Truppe, auch wenn du von heute nicht von Beginn an mit dabei sein durftest. Mertesacker, also jetzt für Hummels, der darf sich ausruhen, hat ein klasse Spiel gemacht. Und die Brasilianer haben zweimal getauscht, haben Hulk rausgenommen. Der war heute wirkungslos, der bullige Stürmer. Dafür Ramirez in der Partie. Mittelfeldspieler. Und Fernandinho ging raus, der Sechser, der auch ganz enttäuscht gespielt hat. Paulinho für ihn mit dabei. Und es geht los, es gibt gleich Freistoß für die Brasilianer. Die erste Aktion dort, Foulspiel am neuen Mann, an Ramirez. Und es gibt Freistoß für die Brasilianer, die in der Hälfte der deutschen Mannschaft sind. Die Deutschen, weiß nicht, was ihnen Joachim Löw jetzt gesagt haben wird in der Kabine, nach dem Motto wahrscheinlich nur: Leute, bleibt konzentriert, jetzt bitte keine Spirenzien, keine Schönspielerei, keine Zauberei. Spielt das Ding hier sauber runter, verletzt
verletzt euch nicht, aber nicht locker lassen, denn ich glaube nicht, dass die Brasilianer schon sich komplett jetzt aufgegeben haben. Ja, aber das Entscheidende war eben gewesen, dass die deutsche Mannschaft in diesen Phasen, als die Brasilianer eben gewackelt haben, nicht gesagt hat, komm, das ist jetzt okay, wir führen jetzt mit 1-0 oder 2-0, sondern dass sie nachgesetzt haben mit einem Biss, der den Unterschied ausmacht in diesem Spiel, noch zumal an einem Tag, der sicherlich der schwärzeste mit in der Geschichte des brasilianischen Fußballs. Und wir reden hier vom Rekordweltmeister. 5 Tore in einer Halbzeit. Noch dazu, wie gesagt, 4 innerhalb von 10 Minuten. Wenn wir das hochrechnen für die zweiten 45 Minuten, dann gibt es eine Wahnsinnsquote. Achtung, Brasilien kommt über die linke Seite. Angriff rollt über Paulinho. Der ist aber hängen geblieben bei Merte, dem Mann aus der Eistonne, der wieder aufgetaucht ist. Der lange Innenverteidiger, der da jetzt sieht, wie der Ball schön hineingechippt wird von Marcelo. Schussversuch immerhin von Ramirez. Da haben wir gleich die 2-9. Aber diesmal blieben sie wieder hängen. Und deswegen ist der Ball schon wieder in der Hälfte Brasiliens. Seiten aus. Dante Einwurf auf den nächsten Wuschelkopf auf Luis. Der Kapitän heute auch mit einer ganz enttäuschenden Leistung. Der hat ja so ein Gesicht, sieht grimmig aus. Manchmal wie ein Kinderschreck könnte man den mal sozusagen engagieren für eine Party, wenn man will, dass sie irgendwann mal nach Hause gehen. Ja, wenn der so grimmig guckt, da der David Luiz. Aber heute ist das ein rabenschwarzer Tag für ihn. Da kann er nicht mal das böse Gesicht auspacken. Neuer, was für ein Abwurf, direkt an die Mittellinie, auf die Brust von Khedira. Der Neue, der ist so präzise mit seinen Abwürfen. Wenn der will, dann trifft er das einzige Gänseblümchen in 50 Meter Entfernung. Unglaublich. Und dann haben sie mal schnell den Sammy Khedira da zu Boden gestreckt, dass ihm einer auf den Schuh getreten hätten. Hat ihm den Schuh sozusagen ausgezogen ein wenig. Und es gibt Freistoß für die deutsche Mannschaft in der Hälfte der Brasilianer. 2-3 Meter drin sind sie. Das macht Philipp Lahm. Der Kapitän will eigentlich zurückspielen. Aber sieht, dass sie drauf gelauert haben mit Ramirez, die Brasilianer. Der zieht sich dann aber zurück. Und so kann er dann doch den Per Mertesacker anspielen. Und der mit seinem ersten Ballkontakt zurück auf Torhüter Manuel Neuer. Und der löffelt den Ball auf die rechte Seite. Das war jetzt nicht so gut gemacht. Mit dem Abwurf war präziser. Den hat er an Seiten ausgelöffelt. Und nach wie vor Tristesse im Stadion. Stille habe ich so bei keinem einzigen brasilianischen Spiel gesehen. Noch die deutschen Fans erholen sich mal ein bisschen, bevor sie wieder ihre finale Sprechchöre da anstimmen werden. Die Brasilianer teilweise auf dem Weg wieder, die Fans erst in dieses Stadion hinein, auf dem Weg zur Toilette, habe ich gerade auch einen kleinen Jungen gesehen mit vielen, vielen Tränen in den Augen. Ist natürlich ganz bitter für die Jungs in Gelb hier, für die großen Hoffnungen. Sie haben ja, nachdem sie, Achtung, sie kommen über die rechte Seite mit Maicon, schauen wir uns erstmal diesen Versuch an. Maicon in die Mitte hinein, herausgebracht, Schusschance für Oscar, klasse mit dem Fuß über Boateng weggenommen, aber dann versucht er, den Elfer zu ziehen. Aus meiner Sicht kein Elfmeter, richtig entschieden, und Luis Gustavo ist wieder gefragt, der den Ball jetzt lang in die Mitte auf Fred bringt, im Zweikampf mit Mertesacker. Aber auch das war eher der Versuch, hier den Schiedsrichter zu täuschen und vermeintlich mit einem Standard, mit einem Elfmeter weiterzukommen. Auch diese Entscheidung korrekt. Neuer hat den Ball. Also sie haben ja nach einer ganz, ganz schwarzen Stunde einmal ihre weißen Trikots eingebüßt. Jawohl, Brasilien spielte mal in Weiß 1950 bei der letzten Heim-WM, als sie gegen die Uruguayer dann verloren haben und die Träume dahin waren bei diesem 1:2. Seither spielt Brasilien in Gelb. Heute wäre wieder ein guter Tag, Alex, um zu tauschen. Das Gelb in eine andere Farbe. Ja, vielleicht demnächst komplett in Grün oder so. Ich weiß es auch nicht. Mit ein bisschen Blau. Sie haben ja ihre Landesfarben, die Landesflagge in den Trikots untergebracht. Gelb und Grün und Blau und Weiß. Das ist kunterbunt. Und der Pass kommt auf den linken Flügel, auf Bernard. Aber der hat auch nichts gebracht. Auch er in England. Nie torlos gewesen in keiner Saison. Ein ganz gefährlicher Spieler vom FC Chelsea. Heute nur ein Schatten. Der Ball wieder beim Manuel Neuer, der spielt auf Per Mertesacker. Oh, wie ist das schön, vernehme ich da von den deutschen Fans hinter dem brasilianischen Tor. Mertesackers Pass an die Mittellinie landet auf dem Kopf von Dante. Der weiter auf Luis Gustavo, der ganz links raus auf Paulinho. Der streicht einmal drauf auf den Ball, wird attackiert von Klose, spielt er quer. Luis Gustavo in der Hälfte der Deutschen auf Luis. Schneller Antritt des Kapitäns, nur noch 30 Meter zum Tor. Pass dann auf Ramirez, hat den Ball am linken Fuß. Will links außen den No-Look-Pass spielen, ohne hinzuschauen. Aber Marcelo hat nicht dabei gerechnet, hat den Ball trotzdem erlaufen. Sie passen den Strafraum, abgelegt, jetzt auf Paulinho, hat ihn an der linken Strafraumecke, spielt auf den linken Flügel, Bernard flankt vors Tor und Manuel Neuer, hui, was war das denn? Mit einer Hand patscht er den so ein bisschen zur Seite, aber nicht zur Ecke. Die Deutschen sind dazwischen gegangen durch Özil, auf den Groß gespielt, der direkt weiter auf Müller im Mittelkreis da noch gegen seinen Teamkollegen vom FC Bayern, gegen Dante. Der bleibt jetzt Sieger, da fehlt es auch an dem letzten Willen, noch bei Müller sich durchzusetzen. Brasilien mit Schussversuch von
von der 16-Meter-Linie abgeblockt. Einmal Fred jetzt, holt Blau, spielt in den Lauf von Ramirez, der quer, Neuer dazwischen. Verhindert das Ehrentor. Da wäre ganz blank gewesen, der Oscar. Da haben sie mal gut kombiniert. Das war ein Hauch brasilianischer Fußball, den wir da gerade gesehen haben. Die Deutschen müssen aufpassen, dass sie da sich jetzt nicht den Schlendrian reinholen und die Brasilianer durch eigene Schludrigkeit noch wieder stark machen. Ist doch gut, dass wir einen Torwart mitgebracht haben zu diesem Halbfinale. Und zwar den besten der Welt. Manuel Neuer, klasse Parade von ihm. Jetzt hat der Ball von Lahm bewusst auf Neuer gebracht werden sollte, der aber herauslaufen muss aus seiner Box, aus seinem 16er und ihn mit links weit nach vorn befördert, da wo er in Seiten ausgeht, fast auf Höhe der Mittellinie. Jetzt haben sie da irgendwie einen Fehler gemacht oder war das der Großdachter? Es geht weiter, aber es geht nicht weiter. Es geht natürlich weiter mit Einwurf für Maicon und für die Brasilianer nach wie vor. Wir hatten uns natürlich ein großes, dramatisches Spiel erhofft. Ist das jetzt kein Spiel auf Augenhöhe, muss man sagen. Es steht 5-0. 5 Minuten in der zweiten Halbzeit sind schon wieder vorüber. Brasilien trabt nach vorn, trägt den Angriff vor. In des Wortes wahrsten Sinne. Das dauert jetzt ein bisschen mit Dante. Dann gespielt auf Bernard. Hier drüben rechts wäre die Gelegenheit, Marcelo mitzunehmen. Angriff läuft. Khedira bleibt weg. Angriff läuft immer noch. Der Brasilianer in der Mitte. Ramirez frei. Darüber gespielt. Oscar Tor. Nein! Wieder Neuer. Teufelskerl! Manuel Neuer hält Deutschland im Spiel. Der war super schwer zu halten. Klasse gemacht, da baut er sich auf, da macht er sich ganz breit, da beugt er das rechte Knie, fährt die Arme aus und steht da wie ein Klotz vor dem brasilianischen Gegenspieler. Und Joachim Löw gefällt das gar nicht, dass die Deutschen hier so locker lassen jetzt, dass sie die Brasilianer kombinieren lassen. Meine Güte, wenn man hier 5-0 führt, natürlich muss man da nicht mehr alles aus sich rausholen. Aber bitteschön, jetzt doch nichts riskieren, sofort sind die brasilianischen Sprechchöre wieder da. Und das wäre natürlich jetzt fatal, die Brasilianer aufzubauen, dadurch, dass man es selbst ein bisschen locker lässt. Die Brasilianer kommen über links. Bernard vorbei an Lahm. Auch das zu lässig, aber Müller kommt hinzu mit dem linken Fuß, spielt den Ball ins Tor aus. Und Müller beschwert sich da bei den Kollegen. Liebe Leute, meine Güte, jetzt setzt doch mal hin. Und er beschwert sich auch beim Schiedsrichter nach dem Motto, ich bin doch da gefoult worden vom Bernard. Das kann doch wohl nicht mehr angehen hier. Aber Marco Rodriguez, der Schiedsrichter aus Mexiko, will es vielleicht jetzt auch nicht zu arg mit den Brasilianern treiben. Ecke kommt rein, Neuer mit einer Faust im Bedrängnis, nur 20 Meter vor das Tor. Özil lässig vorbeigesprungen am Ball, dann versucht Marcelo zu schießen. Zum Glück ist Höwedes da, baut sich vor ihm aus, blockt den Ball ab. Die Deutschen nach wie vor unter Druck, passieren mit Kopfball in den 16er, Schussmöglichkeit, wieder Neuer, nochmal Neuer. Ja, meine Güte, und jetzt ist er sauer. Der Manuel Neuer geht zum Schiedsrichter und sagt, da war doch vorher schon lange ein Foulspiel bei dieser Ecke, als ich in der Luft attackiert wurde. Die Deutschen, klar war das eine Abseitsposition in der Mitte, aber hier der Schütze in diesem Fall, der Schütze Paulinho stand nicht im Abseits und Manuel Neuer mit zwei Weltparaden. Was für eine Show von Manuel Neuer. Die Brasilianer in der Hälfte der Deutschen setzen sich ein bisschen fest. Nicht so festgesetzt hat sich der Bundestrainer. Der ist mittlerweile gar nicht mehr in der Coaching-Zone gewesen. Gerade wieder zurückgetrappt. Der Hinweis kommt, bitte doch auf dem Platz zu bleiben. Die Deutschen sollten auch auf dem Platz bleiben. Sie wirken im Moment ein bisschen abwesend. Gleich 55 Minuten rum. Bernard kommt von der linken Seite, der ein starkes Spiel jetzt macht und viele Dribblings gewinnt. So auch dieses gegen Müller, aber bei Lahm ist er hängen geblieben, sodass Khedira übernehmen kann. Khedira als Torschütze heute. Khedira als Vorbereiter sehr offensiv, viel offensiver als Schweinsteiger, der da hinten die Position vor der Viererkette hält, während Khedira mit den beiden anderen Angreifern, sage ich mal, mit Müller und mit Klose vorne wartet auf den nächsten Ball. Jetzt können sie starten über rechts. Da sind die beiden, da ist Müller, da ist Khedira, aber da kommt auch die Sense von Gustavo und deswegen gibt es Freistoß für die deutsche Mannschaft. Hier zu Beginn dieser zweiten Halbzeit, wie schon in den ersten 45 Minuten, Brasilien mit dem besseren Start, aber dann sind die Deutschen gestartet. Und wie? Jetzt kommt Müller. Schießt den Ball über alle hinweg zu Özil herüber. Zeigt an, was er machen wollte. Der hat ohne Nerven wie Stahl, dieser Müller. Hat ja noch den Flachs und den Schalk im Nacken hier zu lachen bei all diesen Anweisungen. Es ist ein Halbfinale. Und Müller spielt das herunter, als ob das gar nichts wäre. Mehr als 60.000 in der Arena. Und der beste deutsche Torschütze trabt da herüber. 4 Tore hat er gemacht. Aber wenn es so weitergeht, heute noch 1 dazu. 5. Muss er bald aufpassen. Denn die anderen sind dabei aufzuholen. Während jetzt in dieser zweiten Halbzeit vor allen Dingen einer, und zwar der mit der Nummer 1, die deutsche Mannschaft im Spiel gehalten hat.
Das waren jetzt 4 Paraden von Manuel Neuer gegen die Brasilianer, die jedes Mal frei vor ihm auftauchten. Das hat er ausgezeichnet gemacht. Da unten steht er jetzt so ein bisschen in seinem Strafraum, als würde ihm das alles gar nichts angehen. Dabei spielt er jeden Spielzeug mit. Die Brasilianer kommen schon wieder über den linken Flügel. Marcelo, Linksverteidiger, vorbei an Müller, kurz vom 16er, flankt dann auf den völlig freistehenden Oscar. Da hat Özil nicht aufgepasst, hat den laufen lassen und Özil beschwert sich da bei der Hintermannschaft, bei Hövedes, nach dem Motto, Junge, das ist doch dein Mann, den musst du schon mal übernehmen. Ich kann auch nicht alles machen hier, die beiden. Also, das ist jetzt nicht so richtig gut, was in der deutschen Mannschaft im Moment passiert. Und Hansi Flick deutet an, wir wechseln gleich nochmal aus, gibt da ein Signal zu den Reservisten, die sich warmlaufen. Ich kann noch nicht ausmachen, wer es sein wird. Auf jeden Fall haben sich die Brasilianer festgesetzt jetzt in der Hälfte der deutschen Mannschaft. Müller ist der Einzige, der jetzt attackiert, hineinläuft Richtung Dante. Dieser Müller mit seinen dünnen Spargelbeinchen, aber der hat Feuer in den Augen. Der hat auch dieses Siegergehen. Der will ein Spiel gewinnen. Der kann nicht ein Viertel der Tricks von einem Mesut Özil, aber der kommt immer zum Abschluss. Der ist so ungemein wichtig für die deutsche Mannschaft. Und sein Tor in der 11. Minute war es ja auch, dass das Spiel in die richtige, aus deutscher Sicht, die richtige Richtung gelenkt hat. 56 Minuten rum, 5-0. Haben Sie noch Fragen? Das würde uns freuen, denn dieses Spiel hat mehr Antworten geliefert, als es Fragen geben kann eigentlich beim Stand von 5-0, als die brasilianische Hintermannschaft kopflos unterging und allein 4 Tore in 10 Minuten kassiert hat. Jetzt sind sie wieder in Gefahr. Müller ist unterwegs in Richtung 16er, könnte den Ball hineinbringen. Tritt nochmal an, jetzt kommt der Ball hinein, aber noch abgefälscht, sodass Luis ihn prallen lassen kann von der Brust, eiskalt zu seinem Schlussmann. Und dann geht's weiter hier wieder über die linke Seite, auf der im Moment viel Betrieb ist und sehr zum Unwillen des Bundestrainers. Viel Betrieb, der in Gelb und Blau, der Brasilianer. Und wieder ist Manu, der Libero, draußen und muss erklären, weil Boateng Schritt zu spät war, rauscht da richtig hinein und säbelt dann Ramirez ein bisschen weg. Freistoß gibt es in diesem Zweikampf oder nach diesem Zweikampf für die deutsche Mannschaft, die mit Neuer wieder eröffnen können. Schweinsteiger ist gefragt. Alles noch in der Hälfte der deutschen Mannschaft beim Stand von 5-0. Man glaubt es immer noch nicht. Ja, aber die Körpersprache der Brasilianer ist jetzt eine andere. Die wollen sich hier nicht komplett blamieren lassen. Die wollen zumindest das eine oder andere Tor schießen. Die wollen sich ehrenvoll aus diesem Turnier verabschieden. Und die Deutschen müssen jetzt kühlen Kopf bewahren. Kommen über die linke Seite auf Philipp Lahm gegeben, der schon in der Hälfte der Brasilianer passt auf Müller, der attackiert wird von Marcelo, zu Boden geht, reklamiert. Meine Güte, das ist jetzt das dritte oder vierte Foul, das nicht gepfiffen wird. Und Joachim Löw wird jetzt erst einmal auswechseln. Steht dort unten, ist auch ein bisschen ungehalten, weil die Schiedsrichter so viel durchgehen lassen in dieser Partie. Da steht André Schürrle und heraus geht der Mann, der heute WM-Geschichte geschrieben hat, Miroslav Klose. Mit seinem 16. WM-Tor hat er einen Rekord aufgestellt. Ich weiß nicht, ob er für die Ewigkeit ist, wenn ich mal gucke, wie viel ein Thomas Müller mit seinen ja auch erst 24 Jahren schon gemacht hat. Aber jedenfalls hat Miroslav Klose 12 Jahre nach seinem ersten Einsatz bei einer Fußball-Weltmeisterschaft sein 16. Tor gemacht. Das ganz, ganz wichtig war zum Stand von 2-0. Brasilien an der Mittellinie mit Luis Gustavo, bis auf die beiden Innenverteidiger, alle in der Hälfte der deutschen Mannschaft, wollen links starten und Schürrle steigt ein mit einem Foul gegen Marcelo, gibt Ballbesitz für den Rekordweltmeister, der auf dem Weg ist, das große Finale in der Heimat zu verspielen. Das wird natürlich den Umbruch, den es in dieser brasilianischen Mannschaft ohnehin gab. Damals 2010 waren sie ja die drittälteste Mannschaft, viele, 5 von denen sind nur noch mit dabei. Die anderen sind neue, viele junge neue Namen, die vor allen Dingen in England oder beispielsweise auch bei Schachtar Donetsk spielen. Aber es war nicht das große Gebilde in diesem Turnier, das die anderen ernsthaft erschrecken konnte. Es waren die Geniestreiche eines Neymar und die Konzentration der Innenverteidiger wie Luis, der jetzt wieder diesen Angriff vorbereitet hat. Schussversuch von Fred! Aber der ist ein Schatten seiner selbst. Der Mann, der 5 Tore machte beim Confed Cup. Und auch mit diesem schwachen Abschluss Manuel Neuer, da gab es viel bessere Gelegenheiten für die Brasilianer, nicht ernsthaft prüfen konnte. Khedira, sehr gut behauptet den Ball. Drüben auf der rechten Seite setzt jetzt nochmal Schürrle ein. Müsste Abseitsposition sein. Richtig, genau so ist es. Deswegen geht Schürrle gar nicht erst hin. Und mithin hat die brasilianische Mannschaft mit Marcelo erneut den Ball. Und was war das eben für eine schöne Szene. Die deutschen Fans haben Miroslav Klose mit Sprechchören gefeiert. Und die Deutschen sind 16er. Müller ist da. Und ist der Torwart auch da. Und grätscht den Ball ins Tor aus zur Ecke. Müller macht doch beinahe noch sein 6. WM-Tor. Meine Güte. Aber das war schön. Und Klose stand nochmal auf von der Bank, applaudierte den Fans, bedankte sich dafür. Und die skandierten eben auch zu den Brasilianern: Ihr seid nur ein Karnevalsverein. Also Hohn und Sport für den 5-maligen Weltmeister hier in Belo Horizonte.
Ecke kurz ausgeführt der Deutschen. Von Müller auf Özil gegeben, dann Müller weitergeleitet auf Schweinsteiger. 30 Meter vor dem Tor, liegt quer auf Khedira. Mittelstürmerposition ganz außen, hat sich Schürrle angeboten am rechten Flügel. Stoppt den Ball mit rechts, tritt einmal drauf. Wieder quer auf Khedira, angetäuschte Flanke, Ball mitgenommen. Dann nach links verteilt auf Groß, der holt aus, fehlt den Pass an den 16 auf Müller. Der schlänzt in den Winkel, nein, drüber, weil der Torwart noch da ist. Julio César. Wie kann man nur als Eltern darauf kommen, das Kind Julius César zu nennen? Hab ich mich immer gefragt. Aber in Brasilien ist das nicht ungewöhnlich. Und da zeigt er mal, dass er wirklich auch ein guter Keeper ist. Lenkt den Ball übergreifend mit der linken Hand über die Latte und verhindert das 6. WM-Tor von Thomas Müller. Deutschland in Richtung Halbfinale unterwegs. Jetzt mal wieder mit ein paar Aktionen nach vorne, nachdem die Brasilianer in dieser zweiten Halbzeit, die jetzt genau auch schon wieder 15 Minuten alt ist, also eine Stunde ist rum. Deutschland führt immer noch 5-0. Hier zu Beginn der zweiten Hälfte mächtig Druck gemacht haben, aber vor allen Dingen dank Manuel Neuer dieses 5-0 Bestand hatte. Schnell nochmal die Torschützen. Müller, Klose, Groß zweimal und Khedira für die DFB-Elf. Jogi Löw ist wieder zurückgelaufen in seine Coaching-Zone da hinten in einen Graben hinein, wo seine Bank ist. Und er sieht den nächsten Angriff über den jetzt in der zweiten Halbzeit sehr präsenten Bernard. Der kleine Mann, keine 1,70 groß, der hier viele Dribblings gewinnt. Chip hinein in die Mitte auf Maicon, Direktannahme. In die Mitte könnte gespielt werden, dauert zu lang, wenn er den ersten Kontakt gleich spielt. Wenn er den ersten gleich spielt, dann wird viel mehr draus als am Ende. Große Diskussionsrunde jetzt. Es gibt nur Eckball am Ende. Oscar ist schon hinausgetrabt. Ballannahme, ja, und er wollte zu Fred spielen. Und dann haut Boateng dazwischen, aber auch das war kein Elfmeter. Es war jetzt die 450 Schwalbe. Die Deutschen haben das eben noch mal moniert beim Schiedsrichter, dass er doch bitte schon mal die gelbe Karte zeigen sollte. Jetzt kommt die Ecke rein. Per Kopf zunächst von Schürrle rausgeklärt. Auf links, Bernard flankt in die Mitte. Neuer da am 5-Meter-Raum. Hochgesprungen, den Ball sicher gepackt. Luis Gustavo baut sich vor ihm auf, um den schnellen Abwurf zu verhindern. Trotzdem wirft Neuer dann auf den linken Flügel. Aber Mesut Özil, der hat zwei, drei gute Momente gehabt. Hinten im Abschlussspiel im 16-Meter-Raum den Ball damit vorgelegt. Aber man muss es sagen, er ist von der deutschen Offensive der Schwächste für mich am heutigen Tage gewesen. Schwächer als ein Klose, schwächer als ein Müller oder auch schwächer als ein Toni Kroos. Die Brasilianer kommen nochmal mit Ramirez. Der tritt an, spielt auf rechts außen auf Oscar, der flach in die Mitte. Da steht Pierre Mertesacker, nachdem zunächst Boateng verpasst hatte und schlägt den Ball mit dem rechten Fuß einfach nur ins Tor aus hinein und Miroslav Klose hat sich dort unten eine Deutschland, ja ist das ein Handtuch, eine Deutschlanddecke um die Schultern gelegt, nimmt noch einen Schluck aus der Pulle, aus der Trinkflasche. Die Brasilianer mit dem Kapitän Luis, ein bisschen gehalten da von Toni Kroos, fällt zu Boden, 10 Meter in der deutschen Hälfte, Freistoß für Brasilien, quer ausgeführt, aber ohne, dass es da gefährlich werden könnte. Die Deutschen bis auf Ausnahme von Müller, alle hinterm Ball, 10 Mann also, bauen sich dort auf, der Pass kommt dann steil in den deutschen Strafraum, aber nicht zu erreichen für Bernard. Da ist Manuel Neuer erneut. Strahlt so viel Ruhe aus, so viel Souveränität. Eine ganz, ganz großartige Leistung des deutschen Torhüters beim Stand von 5:0. Weiter Abwurf zu Schürrle, landet aber bei Marcelo und dann geht es weiter mit Ballbesitz von Paulinho. Paulinho 20 Meter vor dem Tor, könnte schießen, aber da ist ja auch noch Höwedes. Der drischt ihn humorlos nach vorn, prallt dann bei Maicon ab und landet bei Dante. Also jetzt in dieser zweiten Halbzeit hat man zumindest den Eindruck, dass sich diese Brasilianer auch mit dieser Sportart Fußball auskennen, denn sie spielen jetzt ganz ordentlich nach vorne und kommen über Bernard, über die linke Seite. Der könnte noch flanken, kriegt den Ball noch, zieht ihn dann mit aller Gewalt hinein, aber nach diesem Sprint fehlte natürlich die Präzision und so ist der Ball mittlerweile drüben im Seitenhaus gelandet und von Maicon wieder hier auf den Rasen heruntergebracht worden. Natürlich ganz seltsame Stimmung im Stadion. Die Leute zwischen Ohnmacht, Entsetzen und Tränen torkeln hier auf ihren Sitzen herum, genauso wie die brasilianische Hintermannschaft, die ansonsten super gestanden hat. Ein Thiago fehlt natürlich am heutigen Tage, zusammen mit Luis den Job gut gemacht haben. Hier war das Taumel und Torkel über weite Phasen der ersten Halbzeit. Jetzt beschäftigen sie die deutsche Defensive mit Luis. Der Ball soll zu Maicon kommen, aber auch den kann man viel besser spielen, sodass wir jetzt unser Teilzeit-Genie Özil mal sehen. Mit Pass auf Kroos. Kroos wieder zu Özil, der lässt durchlaufen. Das war brillant. Und jetzt in die Mitte zu Schürrle. Guter Angriff der deutschen Mannschaft. Landet bei César. Und nur weil Dante so gut aufgepasst hatte, der nämlich diese Flanke von Müller mit dem linken Fuß ein bisschen abfälschte, sodass nämlich Julio César, der Torwart, rauskommen, den Ball packen konnte. Sonst wäre der bei Schürrle gelandet. Die Brasilianer legen quer vom 16er der Deutschen auf Paulinho. Höwedes ist dazwischen, wird vom Brasilianer am Knöchel getroffen, wälzt sich jetzt dort unten am Boden, hat die Hände vors Gesicht geschlagen. Das hat wohl wehgetan. Höwedes pustet einmal durch, hält sich den Knöchel und wird jetzt gleich hier den Freistoß kriegen. Da kam der Brasilianer
kleinen Tick zu spät. Aber auch Hövedes war nicht rechtzeitig dran, hat sogar noch ein bisschen Glück gehabt, dass er da über das Foul bekam, weil nämlich doch am Ende hier der Paulinho eh am Ball gewesen ist, aber Özil dabei getroffen hat. Özil, sage ich, gar nicht wahr. Hövedes war nicht. Auch schon durcheinander hier. Verwirrt von dem Spiel der deutschen Mannschaft in der ersten Halbzeit und jetzt im zweiten Durchgang davon, dass sie es dann doch ein bisschen zu locker angehen lassen. Wieder Brasilien, wieder über Bernard. Den Namen haben wir schon ganz oft gesagt. Wieder im Zusammenspiel mit Linksverteidiger Marcelo. Da wehen die dunklen Haare im Wind da unten. Passt dann zurück auf Bernard und der wieder in den Mittelkreis auf den Kapitän, auf David Luiz und der auf Dante zurück in die eigene Hälfte. Spielerische Armut sehen wir hier beim Team in Gelb und Blau. Und die deutsche Mannschaft steht jetzt einigermaßen besser sortiert unten. Auch Joachim Löw konnte sich da wieder hinsetzen. Also Ruhe jetzt nach 65 Minuten und immer noch dem Stand von 5:0. Die einfachen Fehler nehmen wieder zu bei den Brasilianern. So wie bei diesem Pass von Luiz. Zuspiel kann viel besser gemacht werden, als er das gerade getan hat. Mike Conn ist da in der Hälfte der deutschen Mannschaft. Er spielt darüber. Drüben startet Marcelo, wird aber nicht angespielt von Ramirez, sondern nochmal zurück zu Luiz Gustavo. Der sucht einen und findet am Ende David Luiz. Mittlerweile alle Feldspieler in der Hälfte vor dem Tor von Manuel Neuer, der ganz entspannt durch seinen 5-Meter-Raum noch trabt und sieht, wie die Brasilianer sich ein bisschen auf der rechten Seite festgerannt haben. Luiz sehr, sehr offensiv, versucht sich immer wieder einzuschalten, weil seine Offensivkräfte ansonsten zu wenig Ideen haben. Die Deutschen könnten jetzt kontern. Der Raum wäre dafür Schweinsteiger. Schweinsteiger und Schürrle. Schürrle oder Schweinsteiger. Schürrle. Und in letzter Sekunde kommt dann Cesar noch heraus. Hätte man auch besser zu Ende spielen können. Guter Angriff auf jeden Fall. Die Räume werden in dieser zweiten Halbzeit, wenn die Brasilianer weiter so Druck machen, natürlich zunehmen und die Chance aus diesem 5-0 ein 6 oder 7-0 zu machen, sogar noch steigen. Die Brasilianer mit der Chance. Da wartet Marcelo am 16er. Nochmal geschippt in die Mitte. Dann nicht gut aufgepasst. Fallrückzieher. Klasse gespielt. Am Tor vorbei. Abseits war es auch noch gewesen. Bleibt beim 5-0. Und in der Mitte hat diesen Fallrückzieher, der quer zum deutschen Tor flog, vor das deutsche Tor, wieder einer verpasst. Fred nämlich. Das ist wirklich so einer. Das ist der Donald Duck, der Brasilianer. Was der anpackt, das geht irgendwie schief. Immer bemüht, immer mit einer Idee, aber irgendwie findet er keine Bindung schon im ganzen Turnier. Und wenn sie irgendwo Pfiffe hören plötzlich oder Buhrufe, dann ist das immer der Fall. Wenn plötzlich Fred am Ball ist, den buhen sie aus, den pfeifen sie aus, den mögen sie nicht. Im vergangenen Jahr hat er den Brasilianern mit 5 Toren den Confed Cup fast im Alleingang gewonnen. Und jetzt ein lächerliches Türchen hat er erzählt in diesem Turnier und ist nur ein Schatten gewesen. Die deutsche Mannschaft jetzt mal wieder mit ein bisschen mehr Ruhe, mit Ballbesitz, schon in der Hälfte der Brasilianer. Zusammenspiel zwischen Groß und Özil wieder zu Groß. Der passt zurück auf Boateng und der zurück auf Manuel Neuer und der gleich weiter auf Per Mertesacker. Jetzt lassen wir ein bisschen mal die Brasilianer laufen, das ist auch richtig. Wieder auf Khedira, wieder zurück auf Mertesacker, dann an die Mittellinie auf Müller. Da muss man aufpassen, dass er keinen Tritt von hinten kriegt. Warum kriegt er den? Von Dante, von seinem Teamkollegen und unterbunden da vom Schiedsrichter. Und er mahnt ihn jetzt und zieht die erste gelbe Karte in diesem Spiel gegen Dante. Wobei, da habe ich schon ein paar heftigere Tritte gesehen in der Partie, dass man das jetzt gerade, das Einsteigen mit Gelb, ahnden musste. Okay, der Ball war weg, das Foul kam, traf den Münchner von seinem Vereinskollegen, auch Dante. Was für ein trauriger Abend für den Münchner Innenverteidiger heute bei seinem ersten WM-Spiel für Brasilien. Bin ich bei dir, Alex. Haben wir schon deutlich härtere Fouls in dieser Partie gesehen. Vielleicht wollte unser mexikanischer Referee zeigen, dass er auch eine gelbe Karte mit hat. Zu dieser Partie, zu diesem Halbfinale, was so super einseitig wurde, wie sich keiner hätte auch nur ansatzweise vorstellen können. Özil hat den Ball, hat eine Idee, findet Groß. Da vorne wird gekreuzt. Das ist mit Schürrle der Fall. Lahm rückt auf, spielt heraus auf die rechte Seite zu dem, wie gesagt, sehr offensiven Khedira. Den nochmal zu Lahm. Der zentral in die Mitte. Und Tor! Na bitte, Schürrle haben wir ja auch noch eingewechselt. Und dann macht er sein Tor für die deutsche Mannschaft. Müller stand direkt daneben. Das ist heute einfach, Tore zu schießen. Der Gegner heißt ja auch nur, in Anführungsstrichen, Brasilien. Sehr schön rausgespielt. Was für ein Nachmittag für das deutsche Team. Jetzt, dass hier Nacht ist in Belo Horizonte über die rechte Seite. Richtig auseinandergespielt, die Brasilianer. Als ob das gar nichts wäre. Die Blau-Weiß-Banane, da stehen sie da hinten und passen überhaupt nicht auf. Und am Ende schiebt Schürrle den Ball vorbei am Schlussmann an Cesar zum 6:0. Jetzt sag nicht, Alex, was hast du geahnt? Gottes Willen. Und das Verrückte ist ja, wenn der Schürrle nicht macht, dann macht ihn der Müller. Die stehen da beide frei nach diesem klasse Zuspiel von Philipp Lahm. Und der Schürrle sagt, hey, lass das Ding, ich mach ihn einfach. Und er macht ihn einfach. Und es steht 6:0. Und wenn Sie sich jetzt fragen, hat eine deutsche Fußballnationalmannschaft überhaupt schon
schon mal so hoch. Bei einer WM gewonnen, kann ich Ihnen sagen, jawohl. 8-0 gab es schon mal gegen Saudi-Arabien 2002. Aber das war Saudi-Arabien und das hier ist Brasilien. Und eine brasilianische Mannschaft hat noch nie bei einer WM mit mehr als 3 Toren Differenz verloren. Höchste Niederlage, WM-Finale 98 gegen die Franzosen in Paris, 0-3 damals. Das war ein ganz schwarzer Tag aus brasilianischer Sicht. Aber der hier heute ist noch viel schlimmer. Fred inzwischen ausgewechselt gerade eben. Sie haben es vielleicht am Pfeif-Konzert gehabt. Dafür jetzt Willian in der Partie und Brasilien im Ballbesitz in der Hälfte der deutschen Mannschaft. Tief drin schon, Luis Gustavo schiebt den Ball mit der linken Innenseite auf den linken Flügel. Der neue Mann, Willian, der Kleine, auch so eine Wuschelfrisur, flankt auf links auf Bernard, der lässt prallen, aber nicht auf den mitlaufenden Marcelo, sondern auf Schürrle. Und er zieht den Sport an, spielt groß an, der wieder in den Lauf von Schürrle. Und da kommt einer ran, Luis Gustavo, der wird jetzt wahrscheinlich taktisches Foul machen. Aber sind schneller, die Deutschen, spielen vorher den Ball ab, wieder auf Groß. Und er mit einem öffnenden Pass auf den linken Flügel, 40, 50 Meter auf Özil. Und das dauert auch, bis er den Ball unter Kontrolle hat. Spielt dann Doppelpass mit Khedira, der sofort andeutet, gib mir den Ball. Der weiter in den Lauf von Groß, wollte ich sagen. Aber der Groß ist stehen geblieben. Und der Ball läuft, rollt durch den Strafraum. Und Julius Cesar hat aufgenommen. Und es gibt Pfiffe, weil auf der Videowand der arme Fred eingeblendet wurde. Meine Güte, wie gehen Sie gemein mit dem um, den jetzt noch so abzustrafen, ihn auszubuhen und auszupfeifen. Der hat doch alles gegeben. Er konnte es vielleicht nicht besser. Und die Brasilianer kommen über links. 20 Minuten noch und die Zuschauer stimmen mit den Füßen ab. Sie gehen nämlich da hinten, zahlreiche in den gelben Trikots, gehen da dieser Schussversuch. Hier kommt von Willian aber übers Tor hinweg. Ballbesitz für die deutsche Mannschaft noch 20 Minuten. Die können ja froh sein, wenn das nicht zweistellig wird. Das ist ja ein unglaubliches Spiel hier in Belo Horizonte. Ein Spiel für die Geschichtsbücher, das steht völlig außer Frage. Denn man spielt gegen den Rekordweltmeister und man führt mit 6-0. Dafür gibt es eigentlich gar keine Worte. Brasilien taumelt durch diese Partie, hat in der zweiten Halbzeit hier nochmal angerissen. In der Phase war Neuer zur Stelle. Also die deutsche Mannschaft auf allen Positionen besser bestückt. Außer der Tatsache, dass Neuer sich jetzt auch mal einen richtig schönen Bock leistet und Oscar da anschießt. Aber wenn du so klar führst, dann ist das vielleicht auch der Fall. Also kleiner Fauxpas beim Schlussmann, der sich hier als weltbester Torwart bei diesem Turnier noch einmal in Position gebracht hat. Die Deutschen haben Einwurf auf der linken Seite. Höwedes wirft in den 16-Meter-Raum zurück auf Per Mertesacker, der längste im deutschen Team, führt den Ball mit dem linken Fuß, deutet mit links an, kommt mir entgegen, findet dann noch Groß, der wieder auf Mertesacker und der auf den rechten Flügel auf Schürrle mit dem rechten Fuß, schlechter Pass, wollte andeuten, Khedira, komm mir doch mal entgegen, tut aber nicht, aber die Brasilianer spielen auch viel was. Jetzt ist der Ball bei Khedira am rechten Flügel, auf Schürrle weitergegeben. Der ist 10, 15 Meter in der Hälfte der Brasilianer, läuft jetzt aber zurück in Richtung Mittellinie, passt zurück in die eigene Hälfte auf Mertesacker. Und der mit schönem öffnenden Pass auf Özil, schon in der Hälfte der Brasilianer, leitet weiter auf links, auf Höwedes, haben wir lange nichts von gesehen. Der will weiterleiten in den Lauf von Özil. Oh, das war nicht gut. Und da diskutieren die beiden ein bisschen nach dem Motto, meine Güte, so ein Pass muss jetzt doch wirklich nicht spielen. Der war einfach 4-5 Meter zu weit. Dann war der Özil auch nicht angetreten. Und der Trainer der Brasilianer ist dort unten an der Seitenlinie. Felipe Scolari war auf dem Weg, den WM-Rekord von Helmut Schön zu knacken. Wenn er hier Weltmeister geworden wäre mit seiner Truppe. Hat ja schon einen WM-Titel geholt. Er war der Coach, der Brasilianer. 2002 hat sie damals zum 5. Titel gebracht. Aber es wird erst einmal der letzte sein, zumindest für die nächsten 4 Jahre. Jetzt die Brasilianer mit William. Der hat den Ball immer noch am rechten Fuß, vorbei an Schweinsteiger. Dann außen hat er Ramirez gefunden, der im Zusammenspiel erneut mit dem kleinen William Pass in die Mitte auf Paulinho. Der ist im 16er der Deutschen, verliert den Ball. Aber die Deutschen verlieren ihn prompt auch wieder. Brasilien mit Flanke scharf aufs Tor. Aber Neuer, als wäre der Ball aus Eisen und in seinen Handschuhen ein Magnet. Schwupp, hängt er fest. Kein Prallen lassen, ganz sicher gefangen. Weiter 6-0. Gleich geht es in die Schlussviertelstunde dieses Abends hinein. Es wird ein großer Kater hier im 5. Land der Erde folgen. Nach dem Rausch dieser Weltmeisterschaft, nach der unendlichen Hoffnung natürlich auf Titel Nummer 6. Stattdessen das Aus im Halbfinale. Aber es ist ja kein Aus. Es ist ein Debakel. Anders kann man es nicht sagen. 0-6 als Gastgeber einer WM vorgeführt zu werden, wie das speziell in der ersten Halbzeit geschah, als die deutsche Mannschaft eben den entscheidenden Punch setzte und eben nicht
nach den ersten Toren das Ding einfach weitergespielt hat, sondern bissig blieb und die Brasilianer wirklich aus den Schuhen herausgespielt hat. Das war entscheidend. Deswegen ist Joachim Löw mittlerweile auch auf seinen Platz zurückgekehrt, steht nicht mehr in der Coaching-Zone, sondern sieht, wie der Ball durch die Deutschen reinkreist und Özil findet, der wieder angespielt wurde in der Mitte, heraus zum Kapitän, zu Lahm und dann zurück in die eigene Hälfte zu Mertesacker, der zur Halbzeit neu in die deutsche Mannschaft hineinkam. Genau wie Schürrle kurz danach, sehr schön gespielt. Viel, viel Fußball, eleganter Umgang mit dem Spielgerät bei Özil und bei Schürrle, die jetzt Kroos gefunden haben. Drüben wartet Hövedes, aber Kroos entscheidet sich anders, sieht Müller. Aber diesmal hat Müller nicht ganz aufgepasst. Müller, der heute schon wieder getroffen hat. Und ich glaube, wenn einer dem großen Klose, das muss man jetzt sagen, nach seinen 16 Toren gefährlich werden kann, dann ist es dieser verrückte Müller. Die deutsche Mannschaft muss hinten aufpassen, klärt aber mit Lahm und über Boateng. Geht's weiter mit den Bayern, mit Schweinsteiger und dann raus zum Schalker Hövedes. Das sieht alles so leicht aus, so einfach aus. Aber die deutsche Mannschaft ist das Team, das am meisten läuft. Schöner Pass auf den rechten Flügel, wollte ich sagen. Aber ein bisschen zu lang für Mesut Özil, der andeutet, meine Güte, setz mich doch mal ein bisschen besser ein. Und es wird einen neuen Spieler gleich geben im deutschen Team. WM-Premiere für Julian Draxler, der steht da unten. Den hatten wir ja gar nicht auf dem Zettel, dass der auch mal mitspielen darf. Wir haben gedacht, die Deutschen, die sind sowieso mit 15 Leuten hier im Turnier. Die anderen, das sind ja nur die Statisten im Training, damit man dann auch mal 10 gegen 10 spielen kann und nicht nur 6 gegen 6. Ein schöner Zweikampf da im Mittelfeld von Schweinsteiger, energischer Körpereinsatz. Aber Foulspiel gegen den brasilianischen Kapitän. Und das mag ich an diesem Bastian Schweinsteiger, dass der auch jetzt in der 76. Minute in seinen Zweikampf reingeht und dem Brasilianer sagt, pass mal auf, mein Freund, ich zeig dir mal, was ich hier für eine Körperspannung habe. Du hast ja so viel uns auf die Socken heute gegeben und das lasse ich mir nicht gefallen. Und jetzt gibt es den Wechsel. Raus geht Sami Khedira und rein kommt Julian Draxler. Ja, und dieser Schweinsteiger, was der schon alles gewonnen hat. Siebenmal Meister, siebenmal Pokalsieger, Champions League und ähnliches mehr. Und man höre und staune, er wird am 1. August überhaupt erst 30 Jahre alt. Man glaubt, er war schon immer dabei bei dieser deutschen Mannschaft. Hat ein großes Spiel gemacht, damals im Viertelfinale vor 4 Jahren gegen die Argentinier. Langsam findet er wieder zu dieser Form zurück. Die deutsche Mannschaft in großer Form. 6 Tore gegen Brasilien, die allerdings völlig außerhalb dessen, was sie normalerweise leisten kann, ohnehin bei diesem Turnier nie geleistet hat. Aber es gab zumindest in der zweiten Halbzeit eine Ahnung davon, dass doch Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Luis Sens jetzt dazwischen, beschwert sich, dass vorher die Sohle drüber gehalten wurde von Müller. Und der Müller geht mal richtig dazwischen, als ob es noch 0-0 steht und wir kurz vor der Verlängerung sind. Und muss ich mal so kräftig entschlacken. Das dauert jetzt alles und nimmt weiter Zeit von der Uhr. Aber wir müssen ja ohnehin nicht zittern. Und wer hätte das gedacht in einem Spiel, in dem die deutsche Mannschaft ja auch einen Rekord vollführen wird. Und zum 8. Male, keine Mannschaft auf der Welt hat das häufiger geschafft, in ein Finale einzieht. Wie das dann ausgeht und in Sachen Favoritenrolle aussieht, das wird die Welt nach diesem Spiel, nach diesem 6-0, wenn es denn dabei bleibt, ganz anders beurteilen. Nur 58.141 wird jetzt gerade angezeigt. Zeitzeugen waren mit dabei bei dieser historischen Nacht und sie werden sagen können, weißt du noch an diesem 8. Juli, Alex? Ja, weißt du noch, ich bin heute Morgen um 6:30 aufgewacht, will wahrscheinlich auch keiner wissen. Ich war so voller Adrenalin und habe gedacht, meine Güte, ich habe schlecht geträumt. Ich habe geträumt, die deutsche Mannschaft würde hier verpfiffen heute in diesem Halbfinale. Die Brasilianer würden den Deutschen auf die Socken hauen, wie man in der Fußballersprache sagt. Und der Schiedsrichter würde das durchgehen lassen. Und stattdessen haben sie gezaubert. Und die deutschen Fans singen, so ein Tag, so wunderschön wie heute, der dürfte nie vergehen. Und Boateng spielt den Ball locker zurück auf Schweinsteiger in die eigene Hälfte. Weiter auf Mertesacker. Und ich schau mal ein bisschen, was macht der Julian Draxler? Der steht auf rechts außen, würde sich auch freuen, wenn er mal einen Ball kriegt. Sagt, ich will ja nicht nur hier auf dem Platz sein, ich würde auch gerne mal mitspielen. Einmal zumindest mal den Ball berühren. Aber Philipp Lahm spielt ihn nicht an, der passt lieber zurück zu Manuel Neuer, zu seinem Torwart. Und jetzt lassen die Brasilianer wieder mal ein bisschen sich ruhiger laufen, nachdem eben da ja der Kapitän so heiß gelaufen ist. David Luiz, keine gelbe Karte sah für diese absolute Unbeherrschtheit dort, als er einmal ausholte und den Ball Richtung Thomas Müller dreschen wollte, nachdem er sich ein bisschen behagt fühlte vom Thomas Müller, der jetzt den Ball hat. An der linken Eckfahne direkt weiterleitet in den 16er. Auf Schweinsteiger, Tor! Tor! Schürrle ist es gewesen. Der andere Blonschopf mit links unter die Latte. Und Julio Cesar liegt dort, muss sich von seinem Kapitän aufhelfen lassen. 0-7! 0-7! Gibt's denn das? Gibt's denn das? Ich fass es
ist nicht. Ja, das war doch wunderschön. Der geht normalerweise gar nicht rein, der Ball. Und er haut ihn mit Schmackes da unter das Dach vom Tor. Und für César keine Chance. Denn natürlich auch jetzt der Mann, der bei Toronto spielt, den bittersten Abend seiner Karriere erlebt. Das war richtig großer Fußball. Diese direkte Hineinnahme von Müller und dann die Abnahme. Volley unter die und das Dachgebälk. Klasse mitgenommen mit dem rechten Fuß. Abgeschlossen mit dem linken. Und César ist geschlagen. Wunderschönes Tor. Und eines dürfen wir festhalten. Die deutsche Mannschaft, die uns ja auch Sorgen gemacht hat, beispielsweise im Algerien-Spiel, da ist nicht viel Fußball zu sehen war in der ersten Halbzeit, wird von Spiel zu Spiel besser. Es gibt nur noch eins. Das macht uns viel für Hoffnung für dieses Turnier. Denn jetzt laufen gleich die letzten 10 Minuten. Und wir hören hier, oh, wie ist das schön. Und ein Tag so schön wie heute statt Girl von Ipanema oder ähnliches mehr. Die Brasilianer finden gar nicht mehr statt. Jetzt in der zweiten Halbzeit versuchen sie es nochmal durch ihren Besten hier, durch Bernard, der immer wieder auf der linken Seite angezogen hat, während wir wirklich riesige Stockfehler sehen, wie den da gerade von Ramirez. Weiter geht's mit Willian, hier auf der linken Seite. Willian mit Ball am Fuß, hat zwei gegen sich, nochmal zurückgespielt auf Bernard. Bernard dann wieder in die Mitte. Pfeifkonzert begleitet diesen Versuch, der jetzt hängen bleibt und deswegen, na, bleiben wir vielleicht auch noch dran. Nee, drüber. Geht's zu Maicon. Und der weiter in den Lauf von Ramirez und der versucht scharf in die Mitte zu schlagen. Und dann ist wieder Schweinsteiger da. Auf der einen Grundlinie rettet der zur Ecke, zur insgesamt 6. Ecke für die Brasilianer. Schnell ausgeführt, da wollte ich Ihnen was erzählen. Die Flanke kommt aber rein, Kopfballmöglichkeit vielleicht, nee, reckt sich Mertesacker und Schuss dann von der Strafraumgrenze durch Marcelo mit dem rechten, seinem schwächeren Fuß. Jetzt humpelt ein bisschen, hat sich da auch noch dabei vertreten. Der Ball geht aber am Tor vorbei. Und der Manuel Neuer, der schaut es stoisch ruhig nach dem Motto, geht doch sowieso nicht rein in die Kiste. Und so langsam, da verzweifeln sie alle, da verzweifeln sie wirklich an diesem deutschen Torhüter, der so viel Ruhe ausstrahlt, so viel Souveränität und einfach eine solche Klasse verkörpert, wie keine andere Mannschaft in ihren Reihen hat. Neuer schon wieder angespielt, 10 Minuten nur noch in Belo Horizonte, Ball segelt hinein in die Hälfte der Brasilianer, wo keiner ist, wo nur der arme Dante ist, der hinterherlaufen muss, um den Ball zurückzuholen. Was für eine Leistung. Die einzige Sorge, die ich jetzt habe, ist, hoffentlich haben die Deutschen nicht alle ihre Tore schon verschossen in diesem Turnier. Hoffentlich haben sie noch ein paar aufgehoben für das Finale am kommenden Sonntag in Maracanã, in einem der 2 Fußballtempel dieser Welt neben Wembley. Hoffentlich ist da noch ein bisschen Feuer drin in dem Spiel. Und ob der Gegner dann Niederlande oder Argentinien heißen wird, das werden wir morgen erfahren. Aber eines ist sicher, es wird auf jeden Fall ein Traumfinale. Egal, ob es eine Neuauflage des Endspiels von 74 gegen die Niederländer gibt oder eine von 90 gegen die Argentinier. Es wird auf jeden Fall ein großes Endspiel für das deutsche Team. Und Deutschland wird den kleinen Rucksack als Favorit gern mit hineinnehmen in dieses Finale am 13. Juli, Sonntagabend, 21 Uhr. Sind Sie wieder hoffentlich mit dabei. Leider keiner mehr bei sportschau.de. Aber wer soll jetzt noch schreiben, wo in Deutschland alle auf der Polonaise unterwegs sind oder bei den Getränken schon irgendwie, weil sie das nicht glauben können, was sie hier gehört haben. 7 Tore für Deutschland, keines für Brasilien. Wir sind bei der WM in Brasilien. Deutschland beim besten Turnierspiel mit einer starken Leistung gegen alle. Allerdings auch teilweise desorientierte Brasilianer, die zwar hier in dieser zweiten Halbzeit mal sich als Gegner erwiesen haben, aber auch jetzt wieder ihren Meister gefunden haben. Der spielt in Schwarz und Rot. Das sind die Deutschen, die im Mittelfeld mit Schweinsteiger kommen. Sehr schön herausgespielt zu Philipp Lahm, der den Ball mit der Brust weiter mitgenommen hat, darüber gespielt hat zu Schürrle, der in die Mitte zu Müller. Aber da war dann doch Dante, sein Teamkollege. Und deswegen gibt es Einwurf für das deutsche Team. Özil oder Lahm wird es richten für die deutsche Mannschaft. Lahm ist das Spiel zurück zum Mertesacker. Eines muss man sagen, das Spiel ist perfekt gelaufen für das deutsche Team. Die ersten 6-7 Minuten ging es total durcheinander. Da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht um die Mannschaft von Joachim Löw. Aber mit dem ersten Schuss in Richtung Tor durch Khedira waren sie auf einmal da. Und auf einmal bekamen die Brasilianer Angst. Muffensausen, könnte man sogar formulieren. Und jetzt lassen die Deutschen einfach den Ball laufen. Begleitet immer wieder vom Olé-Olé-Rufen der deutschen Fans, die man jetzt hier deutlicher hört, die 5.000, als die vielleicht 55.000. von Brasilien. Befreiungsschlag da von Dante. Einfach hinein in die deutsche Hälfte, wo keiner ist, außer Manuel Neuer, der 30 Meter vor seinem Tor in der Position des rechten Verteidigers auf Schweinsteiger gibt. Und der wieder auf Groß und er lässt zurückprallen, wieder auf Schweinsteiger. Und der links raus auf Boateng. Und die Brasilianer kommen jetzt entgegen. Dann ist ihm für Räume frei. Zum Beispiel für Draxler. Der hat den Ball und spielt ihn schön auf die rechte Seite. Auf Philipp Lahm. Viel Platz für den Kapitän. Der tritt an. Kurze, schnelle Schritte in der Mitte. Löst sich dann Schürrle am rechten Flügel. Hat am ersten vorbeigelegt.
geht aber nicht in den Zweikampf. Mit Luis Gustavo lässt den Brasilianer diesen Ball gewinnen. Die Brasilianer versuchen aufzubauen über Paulinho im Mittelfeld. Ist schon in der Hälfte der deutschen Mannschaft, aber findet ja auch kaum vorne Anspielstation. Also die Deutschen arbeiten weiter nach hinten mit, sind alle wieder hinten und lassen Brasilien kombinieren. Die kommen mit Maicon, der ist ein bisschen abgetrieben worden, kann den Ball da kurz vorm Seitenaus gerade noch behaupten. Zurück zu Bernard, der mittlerweile von der linken Seite in die zentrale Position gegangen ist, nochmal prallen lässt und dann wieder heraus zu Maicon. Der könnte flanken, macht das etwas ungenau. Paulinho mit Ball am Fuß, aber geklärt von Boateng, sodass das Spielgerät hier gleich ins Seitenaus hoppeln wird, wenn nicht Gustavo schnellen Fußes da wäre, ihn aufgenommen hat und jetzt sehr schön zu Luis, der mittlerweile den Stürmer gibt hier auf der linken Seite, nach vorne gespielt hat. Marcelo und Willian könnten die nächsten Stationen sein. Genauso ist es. Marcelo mit Ball am Fuß in die Mitte, nochmal prallen gelassen. Die Brasilianer machen Druck, setzen sich am 16er fest. Schuss aus der zweiten Reihe, aber sicher in den Arm. Auch dieser Schussversuch von Ramirez, von Neuer, sodass es hier beim 7:0 bleibt. Ich finde, das ist eine ganz gelungene Revanche für die 0:2 Finalniederlage. Damals hatten sie noch einen Ronaldo, der hat beide Tore gemacht. Am Ball kein Mensch, sondern eine Herde. Der Mann, der bislang Torschützenkönig bei Weltmeisterschaften war. Jetzt ist auch dieser Titel weg für die Brasilianer. Der Einzige, der ihn hält, der sitzt auf der Bank. Das ist Miro Klose mit 16 WM-Toren und sieht die deutsche Mannschaft, die bequem und entspannt den Ball durch die eigenen Reihen schicken kann. Jetzt zum Beispiel zu Schürrle oder zu Kroos oder vielleicht auch zu Schweinsteiger. Die Brasilianer attackieren nur noch halbherzig. Müller wird jetzt mal von Dante angegriffen. Der schiebt den Ball zu Boateng. Sieht ganz einfach aus, oder Alex? Das sieht so einfach aus, als wäre im Training jetzt die A-Jugend-Nationalmannschaft der Gegner, den man so ein bisschen vorführen kann. Die Deutschen schonen ihre Kräfte, lassen dieses Spiel jetzt ein bisschen herab, herausplätschern. 86 Minuten fast rum. Joachim Löw sitzt dort ganz entspannt auf dem Rand dieses tiefen Grabens, zu dem man hinuntersteigen muss zur Trainerbank, schaut dem Spiel zu. Die Deutschen versuchen normal in die Spitze auf Müller zu spielen. Das bleibt hängen an den Füßen des Kapitäns der Brasilianer bei David Luiz. Aber dessen Pass, der trudelt drüben ins Tor aus bei Manuel Neuer. Bernard setzt zwar nochmal nach, aber kommt nicht mehr ran. Ja, dieser Joachim Löw, ein Ästhet, auch optisch, gepflegt, adrett, ein Mann mit Umgangsform. Was hat er dem deutschen Fußball nicht gegeben? Er hat ihm Lässigkeit, Kreativität, Angriffslust, Spaß, all das hat Deutschlands Nationalmannschaft unter ihm bekommen. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein Titel. Und jetzt ist er eigentlich nur noch einen Schritt davon entfernt. Und ich muss gestehen, nach all den ja doch im letzten Moment dann doch verlorenen entscheidenden Spielen in den vergangenen Jahren, würde ich es ihm und würde ich es der Mannschaft auch wirklich persönlich gönnen. Hier bei der WM der Strapazen, die Strapazierten aus Deutschland, die ja mittlerweile fit sind alle, auch das ist ja ein super Timing. 22 hier mit dabei, Mustafi natürlich nicht, nach seiner Muskelverletzung anders als in anderen Mannschaften, eben doch auf den Punkt, ein gutes Timing und vor allen Dingen den besseren Biss und den Willen, den Titel klar zu machen. Mit Özil schon wieder in der Hälfte der Brasilianer, der drüben auf die linke Seite herausschiebt, wo es dann zurückgeht, über Hövedes, neuer Angriffsversuch der Deutschen, festgesetzt in der Hälfte der Brasilianer, spielen sie das Ding hier sauber herunter, finden Boateng, der auf rechts wieder öffnet, über Schürrle, aber da spritzt Marcelo daneben, aber der hat kein gutes Timing gehabt, so läuft der Angriff wieder und der landet diesmal aber nicht bei dem in der Mitte befindlichen Draxler oder dahinter dem gestarteten Müller, sondern im Tor aus. Es gibt Eckball für die deutsche Mannschaft und der Blick zur Uhr zeigt, es sind noch 2,5 Minuten für das Wunder von Belo Horizonte, denn nichts anderes war es. Es war ein wunderbarer Abend, ein rauschender Abend für die Deutschen und natürlich ein gebrauchter Tag für die Brasilianer. Einer der schwärzesten in einer Nation, wo Fußball so eine große Rolle spielt. 7:0 gegen Deutschland, das ist mehr als eine Ohrfeige. Das ist eine nationale Tragödie. 200 Millionen Brasilianer, die werden diese Woche nicht begreifen. Erst die schwere Verletzung von Neymar, die schon viele der Träume in Richtung Titel zunichte gemacht hatte. Aber aus dieser Depression haben sie sich noch befreit, weil ihnen ihr Trainer Felipe Scolari neuen Mut gegeben hat, weil die Mannschaft geschworen hat, für Neymar alles zu geben. Und dann werden sie hier von den Deutschen so vorgeführt, nachdem die so nervös begannen in den ersten Minuten. Das ist kaum zu glauben. Nochmal die Deutschen. Philipp Lahm passt auf den rechten Flügel da, fast auf Schürrle, aber der Pass war auch nicht mehr genau genug. Schürrle setzt zwar nochmal nach, aber kommt nicht ran, weil der Torhüter der Brasilianer schneller ist, abgeworfen hat. In die Hälfte hinein läuft das Spiel der Brasilianer über Willian, den Kleinen. Der passt dann steil in den 16er, abseits angezeigt, aber nicht gegeben. Und da kommt der Pass von Oscar aus spitzem Winkel. Und Manuel Neuer
nimmt die Hände gar nicht erst ran an den Ball, weil er ahnt, dass der vorbeigeht. Der geht weit vorbei, der geht in Seiten aus auf der anderen Seite, fast von der Grundlinie. Das ist ganz spitzen Winkel geschossen mit dem rechten Fuß. Das kann man besser machen. Das muss man besser machen, wenn man ein so guter Spieler ist wie dieser Oscar, der ja auch schon U20-Weltmeister war, da im Finale alle drei Tore schoss und Brasilien auch mal hin einen Nachwuchstitel beschert. Die Deutschen mit Ballbesitz in der eigenen Hälfte müssen jetzt erstmal über Mertesacker nach vorn spielen. Das hat er ganz, ganz schlecht gemacht. Also wirklich ein richtig sinnloser Pass, der den Brasilianern die Chance eröffnet über die linke Seite, über Bernard. Schussversuch! Und er rutscht ihm da über den Senkel und übers Tor hinweg. Schlecht abgeschlossen, stand richtig frei. War eine gute Schussgelegenheit innerhalb des 16ers für den Linksfuß, aber den Senster da in den Himmel. Aber das ist kein Wunder. An dem Tag klappt halt gar nichts. Ramirez versucht aus der zweiten Reihe wieder abgefangen. Die Deutschen starten mit 4-4. In der Mitte haben wir den Sprint von Özil. Kommt an den Ball noch ran. Jawohl, Özil im 1 gegen 1. Özil macht das Tor. Nein! Es passt zu Özil. Es ist nicht zu fassen, was der hier für ein Turnier spielt. Da ist er jetzt blank. So ein begnadeter Fußballer. Und ich weiß, dass wir mit unseren Kritiken immer ein bisschen strenger sind, weil er eben so viel kann, weil seine Füße eben mit dem Ball sprechen können. Und dann schiebt er das Ding da am Tor vorbei. Es hätte das 8:0 sein können auf der Gegenseite. Oscar mit der Gelegenheit, jetzt am wenigsten ein Tor zu machen. Und da ist es! Jawohl! Brasilien kann doch noch Tore schießen. Aber Alex, wir müssen nicht mehr zittern. Es war die 90. Minute. Das 1:8. Wir können schon langsam das Schlusswort rausholen. Das geht heute an Felix Magath mit einem Paradoxon. Das war europäische Weltklasse von der deutschen Mannschaft, selbst wenn es jetzt hier am Ende 1:7 steht. Und einer ist sauer, das ist Manuel Neuer. Der hat hier 5, 6 Weltklasse-Paraden gezeigt. Und jetzt lassen sie ihm da doch noch ein Ding einschenken, weil die Deutschen an der Mittellinie auf Abseits spielen. Boateng lief dann zwar noch hinterher, konnte aber nicht mehr verhindern, dass Oscar ihn umspielte im 16-Meter-Raum und dann völlig frei von Neuer stand und das Ding einfach ins Netz hineingedroschen hat. Dieser ganze Frust, dieser Schmach entlud sich in diesem Schuss. Und der Manuel Neuer, der hätte so gern zu Null gespielt. Und das ist ja nicht zu fast. Jetzt kriegt er doch noch ein Ding rein hier. Aber es sei den Brasilianern gegönnt. Zumindest einmal Jubel hier für die vielen, vielen tausend brasilianischen Fans. Und schon wieder sind sie da über Bernard am linken Flügel. Kein Abseits, auch diesmal zumindest nicht gegeben. Pass zurück da auf Willian mit den orangen Schuhen. Kurze, kleine, schnelle Schritte. Einmal mit der Hacke wieder auf Bernard gegeben. Der kommt aber, Philipp Lahm mit der Grätsche, kommt zumindest dazwischen. Kann den Ball zur Ecke nochmal ablenken. Es ist für die Brasilianer die 6. Kurz ausgeführt. Dann auf William, der dann quer zu den 16er auf Marcelo, wieder auf William, der ist fast an der linken Grundlinie, schlänzt in die Mitte, Kopfballabwehr von Boateng raus, aber nur auf die Brust von Luis, dem Kapitän, der hat ein schönes Freistoßtor geschossen gegen Kolumbien, jetzt schießt er auch aus 28 Metern, aber nur ein Roller, bei Manuel Neuer ist er gelandet, sofort abgespielt, auf Özil, jetzt könnte sie nochmal kontern. Gelegenheit für Draxler, aber der wird abgelaufen von Gustavo, der sich dazwischen geworfen hat und diese Chance am Ende zunichte macht. Wäre eine gute Chance gewesen für die deutsche Mannschaft in einer Schlussphase. Wir sind ja schon über die offizielle Spielzeit hinweg, in der es irgendwie gar kein richtiges Fußballspiel ist. Das ist jetzt hier ein einziges Hoch und Runter gewesen. Und jetzt gibt es in die Pfiffe der Brasilianer hier den Pfiff hinein. Wir haben gesagt, man soll die Vokabel historisch nicht zu oft bemühen, aber es war eine historische Nacht im Belo Horizonte. Deutschland fegt Brasilien vom Platz mit 7:1 und ist jetzt der große Favorit auf den Titel in der Nacht am Sonntag, dann am 13. Juli.